Ja, guten Abend. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe alle. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung Rot-Rot-Grün in Klammern in Berlin, Fragezeichen, Erfahrungen und Perspektiven. Diese Veranstaltung wird organisiert von den Bezirksverbänden Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg der Linken in Berlin. Und wir hätten uns eigentlich gewünscht, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es das Land organisiert, aber leider wurde ja unser Antrag auf dem letzten Landesparteitag nicht so wohlwollend aufgenommen, nochmal zu debattieren, die Perspektive Rot-Rot, Regierungsbeteiligung, alles was dazugehört, in einer solidarischen Art und Weise und diese Debatte zu führen. Und darauf freue ich mich. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt geht's los. Jetzt übergebe ich an Heinz, unseren Moderator. Ja, ich bin heute Abend auserkoren worden, die Diskussion zu moderieren. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich in Brandenburg wohne und aus Nordrhein-Westfalen komme und einen gewissen Abstand zur Berliner Politik habe, was Sie vielleicht positiv dazu auf die Moderation auswirken könnte. Ich nehme an, dass die Menschen, die hier vorne sitzen, bekannt sind. Ich stelle sie trotzdem noch einmal vor. Pascal Meiser, Vorsitzender des Bezirksverbandes Friedrichshain-Kreuzberg, Lucia Schnell, Sprecherin des Bezirksverbandes Neukölln und Harald Wolf, ehemaliger Bürgermeister. Ich habe gelernt, dass Bürgermeister so etwas ist wie in Nordrhein-Westfalen wäre der stellvertretende Ministerpräsident von Berlin und Mitglied des Abgeordnetenhauses. Wir würden das so machen vom Ablauf, von der Dramaturgie der Veranstaltung, dass ich den dreien hier im Podium erstmal drei Fragen stelle, für die Sie jeweils 5 Minuten Zeit haben, sie zu beantworten. Danach würden wir die Diskussion freigeben und damit ihr viel Zeit habt, euch dazu zu äußern. Und die drei hier vorne, die können sich in der Diskussion auch melden. Sonst haben sie zum Schluss nochmal die Möglichkeit, was zu sagen. Ich würde auch dann direkt anfangen wollen mit der ersten Frage. Die Abgeordnetenhauswahlen finden ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie haben natürlich Rahmenbedingungen. Die erste Frage ist, wie schätzt ihr diese Rahmenbedingungen ein, also gesellschaftlich, ökonomisch, auf die Stadt bezogen und auch wahlarithmetisch? Und ich würde jetzt an Harald übergeben. Er hat 5 Minuten Zeit und ich kündige schon mal an, dass ich ziemlich rigide bin in meinem Zeitmanagement. Ich werde nach 4 Minuten einmal klopfen, nach 5 Minuten sagen, dass er dann bitte aufhört. Das dient einfach dazu, dass ihr auch genügend Zeit habt, euch an der Diskussion zu beteiligen. Also Harald, fang mal bitte an. Was die ökonomische Situation angeht, haben wir erstmal seit 2005 wirtschaftliches Wachstum. Wir haben gegenwärtig sprudelnde Steuereinnahmen, wie auch bundesweit. Und wir haben, was die Finanzen angeht, sind wir Krisenprofiteure der Euro-Krise, insofern als Berlin pro Jahr durch die niedrigen Zinsen quasi einen Zinsgewinn vereinnahmt hat und dadurch hat auch die Große Koalition viele Spielräume gehabt. Die existieren jetzt auch noch, wobei man nicht weiß, wie das sich in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird, weil weltwirtschaftlich ist die Lage alles andere als stabil, ist mit hohen Risiken belastet und insofern kann es auch hier wieder zu einem ökonomischen Backlash bundesweit kommen, Einbruch der Steuereinnahmen und so weiter. Das lässt sich gegenwärtig alles nicht prognostizieren, aber jetzt vom Zeitpunkt heute kann man sagen, es gibt im Gegensatz zu der Zeit, als wir 2002 mit der ersten rot-roten Regierung angetreten sind, politische, ökonomische und finanzielle Handlungsspielräume. Zweitens, was die soziale Situation angeht, ist es nach wie vor so, dass der Zuwachs an Arbeitsplätzen sehr stark auch geprägt ist durch den Zuwachs prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Das ist kein Berliner Sonderphänomen, ist aber allerdings in Berlin besonders ausgeprägt aufgrund der Berliner Wirtschaftsstruktur mit einem hohen Dienstleistungsanteil. Die soziale Situation, glaube ich, ist weiterhin ganz wesentlich geprägt durch die Situation auf dem Wohnungs- und Mietenmarkt.
Wir haben nach wie vor explodierende Mieten. Wir haben Verdrängungsprozesse innerhalb der Stadt. Die Wohnungsaufwendungsverordnung für Hartz-IV-Empfangende ist deutlich zu niedrig. Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahren haben die Sozialdemokraten systematisch die Erhöhung, die notwendige Erhöhung und Anpassung an die Mietpreisentwicklung blockiert. Das hat sich jetzt auch in der schwarz-roten Koalition nicht wesentlich verbessert. Insofern, glaube ich, wird es notwendig sein, hier auf die Frage Mietenentwicklung, Segregation innerhalb der Stadt und die Fragestellung, was das im Einzelnen bedeuten muss, denke ich, werden wir in der zweiten Runde diskutieren. Drittens, politisch ist die Lage gekennzeichnet durch eine Koalition von SPD und CDU, die erstens nicht mehr miteinander kann. Das Tischtuch zwischen beiden Parteien ist zerschnitten. Das, was für die Stadt allerdings und für die Menschen in der Stadt relevant ist, dass diese Koalition, so zerstritten wie sie ist, völlig versagt angesichts der Herausforderungen, die mit der Flüchtlingsbewegung verbunden sind. Ich glaube, die Stichworte sind bekannt. Die Tatsache, dass die Frage der Unterbringung nicht vernünftig geregelt werden kann, ist ganz eindeutig. Die Präferenz auf Massenunterkünfte und das auch als Legitimation zu nehmen, politische Entscheidungen, die über Volksentscheid umgesetzt worden sind, wieder zurückzunehmen, sprich Stichwort Tempelhofer Feld. Was das eine ist und das andere ist die Tatsache, dass dort eine gigantische Massenunterkunft geschaffen wird, was auch nicht sinnvoll ist, eine derartige Ghettoisierung von Flüchtlingen zu betreiben, sondern wir haben immer das Konzept vertreten, dass dezentral agiert werden muss. Sind meine 5 Minuten schon um? Du hast noch 1 Minute. Noch 1 Minute, okay, weil das Licht hier ausging. Vielleicht letzter Punkt vor diesem Hintergrund, dass dadurch, dass der Senat permanent seine Überforderung der Öffentlichkeit darstellt und inszeniert, ist das auch ein wesentlicher Faktor für das Wachstum der AfD, das wir jetzt umfragemäßig innerhalb der Stadt haben. Ich weiß jetzt noch nicht, heute Abend gibt es einen neuen Berlin-Trend von Infratest-DiMAP. Ich kenne das Ergebnis noch nicht, aber es ist zu befürchten, dass die AfD in das nächste Parlament reinkommt und möglicherweise sogar auch ein zweistelliges Ergebnis bekommt, was ich nicht hoffe. Aber wir können es nicht ausschließen, wenn man sich gegenwärtig den Trend bei den Umfragen bei den anderen Landtagswahlen ansieht. Und das kann natürlich auch arithmetisch alle Verhältnisse durcheinanderwirbeln. Die CDU verliert im Moment in den Umfragen, jedenfalls aus den bisherigen Umfragen, am stärksten. In der letzten Umfrage hätte es eine rot-grüne Mehrheit gegeben. Für Rot-Rot hätte es nicht gereicht. In einem solchen Falle sage ich, gute Reise für Rot-Grün. Da gibt es keinen Grund für uns, wenn die eine eigene Mehrheit haben, da auszuhelfen. Schwieriger wird es werden in einer Situation. Letzter Satz, bitte. Eine Kooperation von Rot-Rot-Grün möglich ist. Und ich glaube, dort wird ein massiver Druck entstehen, diese Mehrheitskonstellation auch zu nutzen. Und deshalb, glaube ich, werden wir in der zweiten und dritten Runde vielleicht darüber diskutieren, was die Bedingungen sind und was die Notwendigkeiten sind, wenn man eine solche Mehrheitskonstellation nutzen will oder nutzen muss. Danke, Harald. Das nächste ist Lucia dann. Ja, guten Abend. Ja, ich teile die Einschätzung von Harald. Ist auf die sprudelnden Finanzeinnahmen. Ist alles relativ. Genau. Ich denke, vor allen Dingen müssen wir ja sehen, wo steht die Linke jetzt vor den Wahlen und wie bereitet sie sich auf die Wahlen vor. Ja, das ist ja unsere Herangehensweise und wir stehen vor dem Landesparteitag, der da ja auch Weichen stellen will. Und ich denke, die Linke hat erstmal in der Opposition den Glaubwürdigkeitsverlust, der in den 10 Jahren Regierung eingetreten ist, ein Stück weit wettgemacht bei sozialen Bewegungen, bei Gewerkschaften, bei außerparlamentarischen Bewegungen und auch bei den Wählern. Die Umfragen gehen wieder hoch. Die liegen nicht bei 11%, sondern drüber, ne, bei
15, 16, je nachdem, mal so, mal so. Und die Vorbereitungen, genau, das ist sehr gut. Wir haben in der Opposition was verändert. Ich glaube, es waren auch sehr lehrreiche Jahre jetzt, die letzten Jahre. Wir haben gemerkt, dass wir mit der Unterstützung des Volksbegehrens Energie, mit der Unterstützung des Volksbegehrens Mieten und Tempelhofer Feld tatsächlich sehr viel bewegen konnten in der Stadt. Der Senat musste sozusagen auch den Geldbeutel aufmachen zu dem Mietenvolksentscheid. Beim Tempelhofer Feld haben wir das erstmal den Verwertungs- und Profitinteressen der Immobilienwirtschaft entzogen und haben Müller eine Schlappe beigebracht, die er jetzt versucht hat, nochmal wettzumachen, gut zu machen sozusagen mit dem Vorwand der Flüchtlinge, wo wir aber auch wieder ihn relativ zurückgedrängt haben. Noch nicht vollständig, aber er wollte ja zunächst auch wirklich die alten Bebauungspläne rausholen. Und ich denke, wir haben eigentlich erlebt, dass wir uns in der Opposition ein Stück weit regenerieren konnten, politisch und auch tatsächlich was verändern konnten. Immerhin ist Wovereit zurückgetreten, sage ich mal, in der Folge. Bankenskandal, Tempelhofer Feld, aber hat dabei auch eine Rolle gespielt, der ganze Glaubwürdigkeitsverlust der SPD. Beim Parteiaufbau sind wir aber noch nicht so weit, dass wir die Mitgliederverluste durch sozusagen natürliches Sterben ausgleichen können. Also wir wachsen nicht und die Verjüngung und der Aufbau der Partei ist eigentlich weiterhin die entscheidende Herausforderung, weil für mich ist es sozusagen das zentrale Handeln und das zentrale Wirken und die Wirkmächtigkeit eigentlich der Partei ist vor allem darin, dass sie eine Mitgliederpartei ist, dass sie Kräfteverhältnisse verschieben kann und dass sie tatsächlich für uns ein Instrument wird, auch diesen Kapitalismus zu überwinden. Und das Ziel sollten wir nicht außer Acht lassen. Und es ist nicht einfach sozusagen nur sich an der Regierung zu beteiligen. Ich denke, wir werden einen sehr scharfen antikapitalistischen, sozialen und antirassistischen Wahlkampf machen müssen. Harald hat ja gerade die Gefahr der AfD sehr plastisch beschrieben. Ich denke, wir sollten uns sogar zum Ziel setzen, die AfD aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zu halten und sollten das wirklich mit einem breiten Bündnis unter Einschluss der Sozialdemokraten und aller Demokraten machen, ohne und tatsächlich auch versuchen, sie also Aufmärsche von ihnen, Versammlungen von ihnen und so weiter zu behindern und zu blockieren und zu sagen, die gehören nicht dazu, zu dem demokratischen Konsens. Gleichzeitig müssen wir aber die Sozialdemokraten und die CDU scharf attackieren für ihre Politik, die Wasser auf die Mühlen der AfD ist, was die Flüchtlingspolitik gerade in Berlin auch die soziale Politik betrifft. Ich denke, ich teile nicht die Auffassung im Landeswahlprogramm, dass die Linke total auf Regierung trimmt. Also es gibt eigentlich keine Oppositionsmöglichkeit in dem Landeswahlprogramm. Es ist alles auf Regierung ausgerichtet und es ist noch vollständig ausgerichtet auf die Frage, dass eine rot-rote Mehrheit eigentlich schon reicht oder eine rot-rot-grüne, aber nicht, dass es irgendwie knapp wird, sage ich jetzt mal. Ist eigentlich ein ziemliches Problem dabei sind die Handlungsspielräume. Ich sehe nicht die Handlungsspielräume, die finanziellen, weil die Überschüsse von der 500 Millionen, die da sind, gleichen nicht, also reichen überhaupt nicht, um die realen Bedürfnisse der Veränderung in dieser Stadt, der notwendigsten Veränderung zu finanzieren. Also das heißt sozusagen, die Löhne im öffentlichen Dienst und in den Lohndumping-outgesourcten Bereichen des öffentlichen Dienstes zu erhöhen, Wohnungsbauprogramm zu machen, mehr Personal im öffentlichen Dienst einzustellen. Das reicht alles dafür nicht. Die 500 Millionen kann den Investitionsstau, den es gibt in Krankenhäusern, Schulen, Hochschulen und der sich auch durch die Kürzungspolitik von Rot-Rot angestaut hat, in Milliardenhöhe und den wir auch beziffern im Wahlprogramm, nicht wettmachen. Und die SPD ist die Partei der Schuldenbremse. Ich glaube nicht, dass, wie im Wahlprogramm angedeutet ist, wir mit der SPD die Schuldenbremse umgehen können. Sollte das der Fall sein, finde ich das sehr wünschenswert, wird aber dann die CDU auch dagegen klagen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, eine Regierung anzustreben. Danke. Lucia Pascal. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mich juckt es jetzt schon, auf das zu entgegnen, was Lucia gesagt hat, aber das ist ja schon eigentlich Fragerunde 2. Ich versuche mich mal strikt an die Vorgaben von Heinz zu halten. Und Harald hat da ja schon sehr viele richtige Sachen gesagt. Ich mache mal so ein paar Ergänzungen, das ist jetzt kursorisch, weil sonst wiederhole ich vieles, was Harald gesagt hat. Gedanken, die mich noch umtreiben.
Erstens, ein Punkt, den wir, glaube ich, wirklich sehr ernst nehmen müssen, nochmal und stärker als Harald jetzt vorkam, aber glaube ich nicht aus böser Absicht, sondern weil bei ihm die Zeit nicht gereicht hat, ist tatsächlich, dass diese marode Infrastruktur in dieser Stadt die Leute extrem umtreibt. Und das ist nicht nur in der Flüchtlingsfrage sozusagen eklatant, sondern jeder von uns, der aufs Bürgeramt muss und dort, wenn er Glück hat, nach 8 Wochen einen Termin findet, weiß, was das heißt, und das wissen auch die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Auseinandersetzung, dass wir diese Stadt, auch die Verwaltung, wieder handlungsfähig machen. Das klingt jetzt sehr bürokratisch und als wären wir hier so ein Beamtenverein, aber das ist für die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, glaube ich, eine entscheidende Frage. Ob diese Stadt ihnen ihre existenziellen sozusagen Bedürfnisse bis zu einem gewissen Grad erfüllt. Ob man überhaupt in der Lage ist, sich gesetzeskonform, fristgemäß beim Wohnungswechsel umzumelden oder nicht. Also, und das ist, können wir jetzt bei allem Möglichen durchdeklinieren. Und dass viele der schönen Gesetze und Regelungen, die auf Landesebene ja beschlossen wurden, wenn auch immer nicht weitreichend genug, Stichwort irgendwie Zweckentfremdungsverbotsverordnung und so weiter, ja überhaupt in der Praxis kaum mehr eine Rolle spielen, weil die Bezirke nicht in der Lage sind, sie überhaupt zu kontrollieren und durchzusetzen. Und die Bezirke nicht handlungsfähig sind. Aus unserer Erfahrung in unserem Bezirk ist das eine ganz zentrale Auseinandersetzung. Da wird Schönes beschlossen, aber in der Realität spielt es keine Rolle. Das Ordnungsamt hat kein Personal, das Wohnungsamt hat kein Personal, um diese schönen Regelungen umzusetzen. Und das müssen wir zu einem zentralen Thema machen. Und das führt mich schon zu Punkt 2, zu den Rahmenbedingungen. Der Zeitgeist heute ist ein anderer als Anfang der 2000er Jahre. Wir hatten Anfang der 2000er Jahre eine Situation, wo wir insgesamt doch einen neoliberalen Zeitgeist hatten, der die Sozialdemokratie komplett erfasst hatte, die Schröder-Blair-Sozialdemokratie, und ich sag's mal, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, bis in die Linke hinein auch gewirkt hat. Damals gab es ja auch in der damaligen PDS Debatten über eine progressive Entstaatlichung. Harald Werner hat da vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, das war sozusagen die, sage ich mal, linke Variante des Neoliberalismus, die sich da eingefressen hat. Ich weiß, diejenigen, die das damals vertreten, dann haben das viel sozusagen noch intelligenter auch vertreten. Aber das hat sich auch da eingefressen, dass wir auch als Linke sozusagen an dieser Stelle durchaus auch nicht mehr so viel auf den Staat und diesen aufgeblähten öffentlichen Dienst setzen müssen. Da hat sich seit 2005, 2006 extrem viel geändert, und ich glaube, da sind wir uns heute komplett einig in der Partei, dass das ein Fehler war und dass auch diese Zielbestimmung falsch war und dass nur ein starker Staat, ein starker öffentlicher Dienst auch in Berlin mit der entsprechenden Personalausstattung überhaupt die notwendigen Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben in dieser Stadt schaffen kann. Das ist aber was, was auch gesellschaftlich ganz anders akzeptiert ist als Anfang der 2000er, wo wir auch in der Diskussion ganz anders aufgestellt sind und auch die SPD bei aller, sage ich mal, Problematik, dass sie sozusagen das eine sagt, das andere macht, hat sich da ja auch programmatisch deutlich nochmal verschoben. Auch Sie reden ja in einigen Teilbereichen nochmal von mehr Staat, von Verstaatlichung, Vergesellschaftung, und Sie reden auch an einigen Stellen von mehr Personal, wieder im öffentlichen Dienst. Das sind wirklich wichtige Verschiebungen, was die Stimmungslage in der Stadt angeht. Dritte Bemerkung, nochmal zu der Flüchtlingsfrage. Wir dürfen wirklich nicht verkennen, wie sie diese Stadt auch polarisiert, wie sie das ganze Land polarisiert. Und wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz geschafft, auch da uns hundertprozentig sozusagen einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn wir den Fehler machen würden, wenn wir sagen, wie das anfangs ja auch viele, vor allen Dingen Grüne, gemacht haben, sich hinter Merkel zu stellen und zu sagen, jawohl, Grenzen auf, alles gut, sozusagen, und danke Heinz, und die entsprechenden sozusagen Folgen, die das hat für das Land, thematisieren wir nicht. Wir als Linke haben uns da anders aufgestellt, aber wir müssen das sehr deutlich machen. Diese Flüchtlinge hier bei uns willkommen zu heißen, heißt auch entsprechend Geld in die Hand zu nehmen, um zu verteilen, für die soziale Infrastruktur auch zu investieren. Und das müssen wir sehr, sehr stark, glaube ich, auch im Wahlkampf machen, sonst kriegen wir ernsthaft Probleme. Ich gucke auf die Zeit, 2 Bemerkungen noch, und die können wir nochmal fortführen, glaube ich, im Folgenden. Erstens, was machen eigentlich die sogenannten sozialen Bewegungen in dieser Stadt? Von den institutionellen, nenne ich mal, der Ältesten, den Gewerkschaften, in deren Räumen wir uns heute hier befinden, bis hin zu den informellen, die sich dann auch in den Volksbegehren und so weiter wiederfinden. Interessiert die eigentlich, wer im September danach in die Regierung kommt oder nicht? Die eine interessiert sich ans Prinzip nicht, und die andere halten damit hinterm Busch, weil sie sozusagen in ihrer Überparteilichkeit sich sozusagen ja auch ein bisschen verstecken. Aber wenn es für diese Stadt und für die so wichtig ist, dann müssen sie sozusagen auch hinter dem Busch hervorkommen und müssen sich positionieren. Weil, da kommen wir zu Frage 2, eine Voraussetzung, dass Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot oder was auch immer funktionieren kann,
ist, dass auch die sich mit diesem Projekt identifizieren. Wenn sie es nicht tun, haben wir in dieser Stadt keine Kraft und keine Machtbasis, um überhaupt progressive Politik durchzusetzen. Und zur SPD, mein fünfter Punkt, sage ich einfach in der zweiten Runde was. Vielen Dank. Ja, Vorbild ich von der Zeit her. Die zweite Frage, gesetzt den Fall, es gäbe tatsächlich so etwas wie eine rot-rot oder rot-rot-grüne Mehrheit, das wird immer vergessen, muss man ja erstmal erreichen, ne? Und alle Parteien wären bereit, miteinander zu kooperieren. Was müsste denn von Seiten der Linken unbedingt durchgesetzt werden, damit sich das politisch lohnt? Die zweite Frage, ich krieg das ja nur aus der Abendschau vom RBB mit, weil ich in Brandenburg wohne, aber dieser Senat scheint mir ein bisschen arrogant und bürgerfern zu sein. Also, was sollte denn ein neuer Senat anders machen als der jetzige? Und die dritte Frage, Pascal hat es ein bisschen angesprochen, wie sollten denn die Mitglieder der Linken und auch unsere Wähler in solch einen Entscheidungsprozess einbezogen werden? Harald würde wieder anfangen. Also ich kann direkt anknüpfen an das, was Pascal formuliert hat. Aus meiner Sicht ist in der Tat das Thema Investition in die soziale Infrastruktur, auch in die bauliche Infrastruktur der Stadt ein zentrales Schlüsselthema. Weil wir haben bundesweit, was die Kommunen angeht, einen drastischen Investitionsrückstand. Wir haben einen Verschleiß der Infrastruktur und das ist in Berlin aufgrund der Finanznot in den letzten 10 Jahren, also in den Jahren 2000, also im Prinzip schon seit der Wende, ist hier nicht mehr richtig in die öffentliche Infrastruktur investiert worden. Und wenn investiert worden ist, falsch. Das hat seine objektiven Gründe. Aber es ist zentral, dass das jetzt aufgehoben wird. Und der Spielraum ist begrenzt da. Es gibt bessere Einnahmen, aber Lucia hat völlig recht. Die 500 Millionen Haushaltsüberschuss reicht nicht aus. Wir haben am Wochenende Fraktionsklausur, da werden wir uns zentral mit dem Thema Investition und Investitionsstau beschäftigen. Und ich werde dort unter anderem einen Vorschlag machen, wie man Investitionen, nicht alle, aber bestimmte Investitionen außerhalb des Haushaltes finanzieren kann und nicht durch Public-Private Partnership, sondern über öffentliche Strukturen und die Kreditaufnahme außerhalb des Haushaltes erfolgt, schuldenbremsenkonform. So, das wird nochmal eine Diskussion geben innerhalb der Stadt. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht die Tatsache nutzen, dass das Land Berlin und zum Beispiel die öffentliche Investitionsbank sich gegenwärtig zu 0,4% refinanziert, wenn wir dieses Geld, das nahezu geschenkt ist, jetzt nicht nutzen, um zu investieren und damit im Übrigen auch Möglichkeiten der Beschäftigung zu schaffen und damit auch klar zu sagen, wie das Thema Flüchtlingsbewegung und die damit verbundenen Herausforderungen, Pascal hat völlig zu Recht gesagt, das geht ja weiter, es ist jetzt nicht nur die unmittelbare Unterkunft, sondern das geht die Frage Schulen, Kindertagesstätten, das ist die Frage auch Integration in den Arbeitsmarkt. Das wird nicht gehen ohne ein großes und umfassendes Investitionsprogramm. Und das ist für uns einer der zentralen Punkte, den wir im Wahlkampf stark machen wollen und an dem wir unter anderem auch die Frage eines Regierungseintrittes, jedenfalls meine Position, messen müssen, ob an diesem Punkt wirklich ein qualitativer Sprung nach vorne stattfindet oder ob dieser Verschleiß der öffentlichen Infrastruktur weiter stattfindet. Das halte ich für eine der Schlüsselfragen. Zweiter Punkt, du hast es angesprochen, ist die Frage Demokratie oder, was ich nicht so liebe, diesen Begriff der Bürgerbeteiligung. Ich sage lieber Möglichkeiten der Mitentscheidung und der Einflussnahme. Wir haben im Wahlprogramm, wo ich übrigens nicht der Meinung bin, dass das so stringent auf Regierung orientiert, es schließt sie nicht aus, aber es verlangt sie auch nicht. Weil das wäre fatal, wenn wir uns da alternativlos machen. Wir müssen die Handlungsfreiheit haben, auch Nein zu sagen, wenn die Bedingungen nicht stimmen. So, was das Wahlprogramm unter anderem formuliert, den Vorschlag aufzugreifen, das, was die rot-grüne Regierung, Stadtregierung in Paris getan hat,
zu sagen, wir weiten das Thema Bürgerhaushalte mal auf die gesamtstädtische Ebene aus und sagen, 5% des Investitionshaushaltes wird auch der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger überantwortet. Und zum Zweiten wollen wir, dass das Thema Volksentscheide und Bürgerentscheide, dass da über die Kriterien neu diskutiert wird. Was wir zum Beispiel dringend brauchen, ist eine gesetzliche Festlegung, dass Volksentscheide im Zusammenhang mit Wahlterminen zwingend stattfinden müssen, damit diese Trickserei, wie wir sie beim Energievolksbegehren erlebt haben, unterbunden wird und dass die gar nicht mehr möglich ist rechtlich. Und was wir auch brauchen, haben wir unter Rot-Rot schon hart gerungen und das müssen wir wieder aufnehmen, das Thema, ist die Absenkung der Quoren. Weil wer sich nicht beteiligt, beteiligt sich nicht. Das ist wie bei Wahlen. Da gibt es auch kein Quorum dafür, wie hoch die Wahlbeteiligung sein muss. So, und wenn es eine Mehrheit gibt innerhalb der Bevölkerung für eine bestimmte Entscheidung, dann muss das auch gelten. Also dieses Thema Ausweitung der Volksentscheide, der Volksgesetzgebung, der Ermöglichung muss geschaffen werden, weil ich glaube, das war eine der wesentlichen Änderungen, die wir unter Rot-Rot geschafft haben. Das hat das politische Leben in dieser Stadt einschneidend verändert, weil es die Möglichkeit gegeben hat und auch selbst die Volksentscheide, die nicht erfolgreich waren, haben eine Wirkung gehabt. Angefangen vom Kita-Volksbegehren unter Rot-Rot, wo es einen Kompromiss gab, über das Mietenvolksbegehren, der Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energieversorgung hat durchaus Wirkung gehabt, allerdings nicht die, die wir uns gewünscht haben, aber er war nicht wirkungslos. Meine Zeit ist abgelaufen, aber ich könnte noch mehr erzählen, was ich mir vorstelle, was man einbringen müsste und versuchen müsste durchzusetzen in der Art. Ja, also Ich teile die Ziele, die Pascal und Harald aufgemacht haben. Also wir brauchen tatsächlich hier eine komplett andere Politik und ein Investitionsprogramm. Wir haben hier als Vorstand Neukölln und als Mitgliederversammlung Tempelhof-Schöneberg ja auch Mindestbedingungen formuliert, die hier auslegen, also einen Antrag für das Wahlprogramm, das zu Mindestbedingungen zu machen, weil davon bisher keine Rede ist, von Opposition ist nicht die Rede, das ergänzen wir hier im letzten Absatz sozusagen, dass wir sowohl uns das offen halten, als auch tatsächlich so ein Investitionsprogramm in den öffentlichen Dienst, in Wohnungen und so weiter und so fort zur Bedingung zu machen zum Eintritt in die Regierung. Und ich finde das absolut richtig, weil die Mehrheit der Menschen erwarten, also der Wählerinnen und Wähler erwarten das, dass wir auch bereit sind, positive Reformen durchzusetzen oder umzusetzen. Ja? Reform ist ja immer so negativ behaftet, aber Verbesserungen zuzustimmen und auch dann in die Regierung zu gehen. Ich habe da meine Bedenken, dass das sozusagen realistisch ist mit dieser SPD und unter diesen engen Bedingungen. Aber ich finde es richtig, dass sozusagen selber jeder das nachvollziehen kann, die Mindestbedingungen auch nachvollziehbar sind für auch sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler und auch für unsere Wähler. Dass wir auch eine Argumentation haben, warum wir es nicht machen. Und ich denke, wir können es tatsächlich darunter nicht machen. Das Problem ist ja, der Handlungsspielraum ist so eng. Also es wird immer von Handlungsspielräumen geredet im Wahlprogramm. Ehrlich gesagt ist eine Regierungsbeteiligung das Gegenteil von Handlungsspielraum. Der Senat handelt ja nur in dem Rahmen, den ihm die Bundesregierung setzt. Und die Bundesregierung weigert sich, eine Reichensteuer einzuführen, die eigentlich notwendig wäre. Das ist der eigentliche Punkt. Weigert sich, Hartz IV abzuschaffen und durch eine solidarische Grundsicherung zu ersetzen. Weigert sich tatsächlich für die Bewältigung sozusagen der Fluchtbewegung auch das Geld in die Hand zu nehmen und weigert und stattdessen heute wieder eine Asylrechtsverschärfung, was auch bedeutet, dass das Land Berlin abschieben wird müssen und wir das nicht wollen. Das läuft unseren Grundsätzen entgegen. Wir haben sozusagen da aber auch dann ein Riesenproblem und wir haben ja gesehen, wie die SPD jetzt als kleiner Koalitionspartner in Thüringen der Linken den Winterabschiebestopp aus der Hand geschlagen hat. Und das denke ich, das sind Sachen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Das ist also das Gegenteil von Handlung. Spielraum. Meines Erachtens ist eine Koalition ein Gefängnis für die Linke, weil es bedeutet, nicht die Freiheit zu haben, alle Bewegungen, die berechtigt sind und alle berechtigten Forderungen zu unterstützen und tatsächlich Gegenmacht aufzubauen. Es ist eigentlich eine Ohnmacht, weil sie dich abschneidet, auch von den Gewerkschaften. Und das Interessante war ja Rot-Grün zur Schröder-Zeit. Damit haben sich die Gewerkschaften identifiziert.
Das Problem war, sie haben sich überinterdifiziert. In dem Moment, als die dann Hartz IV umgesetzt haben, haben sie gesagt, nee, wir können ja nicht die Merkel, das ist das kleinere Übel. Und das war auch das Problem bei Rot-Rot. Es war immer das kleinere Übel. Und dabei haben sozusagen die Gewerkschaften sozusagen nicht den vollen Widerstandspotenzial dann auch ausgeschöpft, weil sie Angst hatten, Schröder zu stürzen, um dann Merkel zu kriegen. Was ist passiert? Sie haben Schröder nicht gestürzt und haben Merkel bekommen. Also so, und wir alle mit, und Hartz IV, ist es, ich mache mich darüber nicht lustig, sondern es war bitter. Ja? Und ich denke, dass Rot-Rot war auch nicht das kleinere Übel hier, sondern tatsächlich Vorreiter von Sozialabbau. Und deswegen ist es wichtig. Ich teile auch nicht die Frage des Bürgerhaushalts. Wenn wir ein Tischtuch haben, was zu klein ist, egal wo du dran ziehst, du kannst die realen Bedürfnisse nicht befriedigen in dieser Stadt, wenn du nicht richtig viel Geld und die Reichen sozusagen an die Kandare nimmst. Dann hast du bei einem Bürgerhaushalt bei 5%, dann spielst du die Leute gegeneinander aus. Das heißt sozusagen, jeder mobilisiert dann für sein Ding. Ja? Und das, für die einen sind es dann mehr Kita-Plätze und das andere sind dann mehr Schulplätze oder mehr Lehrer. Und die Leute werden gegeneinander gespielt. Und die Aufgabe der Linken ist, die Leute zusammenzubringen und den gemeinsamen Kampf zu bringen und nicht gegeneinander auszuspielen. So, eine Minute. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Es ist ja nicht nur, dass die Bundesgesetzgebung leere Kassen produziert, sondern es ist auch so, dass wir weder die kapitalistische Wirtschaft in irgendeiner Weise und die Weltwirtschaft und die Frage der Stagnationskrise dort irgendwie kontrollieren, beeinflussen oder sonst auch nicht die Berliner Wirtschaft. Und wir haben den Staatsapparat gegen uns. Das müssen wir auch, wenn wir ihm nicht gehorchen, sage ich jetzt mal, den bürgerlichen Staatsapparat, haben wir gegen uns und können ihn nicht für linke Ziele in Stellung bringen. Und ich denke, dass das Hauptproblem einer Regierung ist, dass die Linke nicht das machen kann. Also die Regierung ist nicht der Ort, wo du tatsächlich Kräfteverhältnisse verschieben kannst, wo du tatsächlich Klassenkampf, sage ich jetzt mal im alten Modus, machen kannst, sondern du kannst in der Regierung, wenn die Linke in die Regierung geht, dann fällt sie in der Opposition aus und das nimmt Druck von der SPD, statt das Druck auf sie auszuüben. Und ich denke, wir können aber in der Opposition durchaus was verändern. Also die ganzen Bedürfnisse nach einem funktionierenden Berlin können wir in der Opposition, können wir besser für mehr Personal im öffentlichen Dienst kämpfen, denke ich, als wenn die SPD auf unsere Forderungen in der Regierung nicht eingeht. Pascal, bitte. Ja, also ich würde erst mal sagen, irgendwie die entscheidende Frage, um das zu betrachten, ist nicht unbedingt diejenige, worauf wir Lust haben, sondern tatsächlich die Frage, was man in dieser Stadt verbessern kann oder eben nicht. Das ist die entscheidende Frage. Und da muss man, glaube ich, unterm Strich auch so ein bisschen die Perspektive weitern. Wir neigen natürlich dazu, das sozusagen immer nur aus unserer Perspektive der Partei heraus zu diskutieren. Ich glaube, dass wir einen Fehler, das erwarten die Leute auch nicht. Das ist noch keine Festlegung für das Ergebnis, aber ich glaube, wenn wir die Debatte führen, müssen wir es tun. Und die Frage, ob wir jetzt als Partei unbedingt wachsen oder nicht, ist ein Instrument, aber nicht das Ziel. Und das muss, glaube ich, klar sein. Und die Erwartungshaltung, glaube ich, in der polarisierten Stadt ist schon relativ groß, dass da irgendwas sich ändern muss. Und insbesondere bei unseren Wählerinnen und Wählern, und wenn du mit denen sprichst, die sind sehr, sehr unzufrieden, wie das gerade in dieser Stadt läuft. Und die wollen nicht, dass es weitergeht wie bisher. Das ist erstmal die Ausgangslage. Und wenn wir jetzt in die Wahlen ziehen, müssen wir denen schon sagen, wir machen das anders und wir machen es besser. Also richtig anders und richtig besser. Und nicht nur so ein bisschen anders schlecht. Aber das heißt auch, den Willen durchaus zur Macht an der Stelle, glaube ich, zu formulieren. Und ich sage es mal so, wir befinden uns in der Situation auch, wo die Frage, wer den Staatsapparat so ein bisschen vielleicht noch irgendwie im Zaum hält oder nicht, schon nicht ganz so irrelevant ist, wenn wir uns Sachsen anschauen und die Frage, wie die Polizei dort agiert. Das ist nicht so ganz irrelevant. Aber es ist auch umgekehrt klar, Harald hat das ja in irgendwelchen öffentlichen Statements inzwischen öfters gesagt, wir setzen uns da nicht auf das Fahrrad, auf die Verwaltung und dann strampeln wir. Das gilt für die Polizei in besonderem Maße, die strampelt gerne in ihre eigene Richtung. So. Trotzdem müssen wir uns diesen Fragen zuwenden. Es ist nicht völlig gleich, sozusagen, wer da in der Regierung ist oder nicht, obwohl wir uns immer noch im Kapitalismus befinden, obwohl wir möglicherweise nicht uns so weit durchsetzen können, wie wir uns das wünschen. Das ist erstmal meine Grundperspektive, ich glaube, mit der wir da gemeinsam diskutieren sollten. Die Frage ist in der Tat,
ob wir qualitativen Unterschied machen. 2001 bis 2011 war Rot-Rot kein Erfolgsprojekt. Punkt. Das haben wir 2011 bei den Wahlen erfahren, das haben die Bürger, egal wie wir das intern mit Papieren auswerten, das ist den Bürgerinnen und Bürgern relativ gleich, egal also von welcher Seite, es war keins. Das ist der Ausgangspunkt. Ich glaube, deswegen ist wirklich entscheidend, Beispiel, Personal. Schaffen wir es tatsächlich in entsprechenden Verhandlungen, es durchzusetzen, dass es zum Personalaufwuchs kommt. Nicht, dass die Personalschrumpfung, die jetzt stattfindet, verlangsamt wird. Und das verkauft man dann ja gerne Erfolg. Wir haben in anderen Bundesländern solche Koalitionsvereinbarungen abgeschlossen, wo das als Erfolg verkauft wurde, dass das von der Vorgängerregierung geplante Personalabbaukonzept verlangsamt wurde. Bei den Bürgerinnen und Bürgern ist trotzdem angekommen, es ist weniger Polizei da, es sind weniger Lehrerinnen und Lehrer da und Ähnliches. So, und da muss man ja immer genau gucken, ne? Was war eigentlich da real verhandelt. So. Für uns wird es entscheidend sein, dass real mehr Personal eingestellt wird. Das Zweite wird das auch für die Wohnungen bedeuten, dass da wirklich substanziell was bei hinten rumkommt. Ich bin da sehr zurückhaltend mit genauen Zahlen, jetzt vor Verhandlungen die festzuschreiben, das halte ich nicht für zielführend. Aber es muss uns klar sein, nur wenn da substanziell eine Verbesserung rumkommt. Wenn wir ein bisschen Wohnungen bauen, danach die Leute immer noch explodierende Mieten haben und immer noch keine Wohnung finden und die Flüchtlinge immer noch in den Sammelunterkünften sind, dann haben wir keine Verbesserung herbeigeführt. So, Zahlen ist sehr schwierig, das zu messen. Und das kostet Geld, deswegen bin ich Harald für das, was er jetzt gesagt hat, sehr dankbar. Ich finde da auch die eine oder andere Formulierung im Wahlprogramm noch verbesserungsfähig, aber wir haben ja auch einen Landesparteitag noch, wo man das noch ändern kann, wo wir so ein bisschen vor uns hertragen, dass wir das alles ohne neue Schulden finanzieren wollen. Es gibt also einen Satz ganz am Ende des entsprechenden Absatzes. Der ist Widerspruch, weil im gleichen Kapitel auch genau das drinsteht, was Harald sagt, dass wir sozusagen unter Umgehung der formalen Regelung der Schuldenbremse auch Instrumente über die Investitionsbank und anderes sozusagen suchen, um auch angesichts der niedrigen Zinsen, es gibt auch Geld, an den entsprechenden Kapitalmärkten aufzunehmen, entsprechend zu investieren. Aber die ganzen Sachen kosten entsprechend. Das muss uns klar sein, ich kann das nicht quantifizieren. Nochmal kurz, aber nochmal zur SPD zurück an der Stelle. Wir werden in die Situation kommen, wenn die Umfragen so halten, dass die SPD nach der Wahl sozusagen weiterhin ziemlich viele Optionen hat. Ziemlich viele Optionen, je nachdem, wie das genau ausgeht. Lass mir die zwei Sätze noch eins. Und das macht es natürlich für uns beschissen in der Verhandlungssituation, weil die SPD das natürlich alles gegeneinander ausspielen wird. Die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt in Verhandlungen gehen müssen, ist, dass wir deutlich gestärkt aus den Wahlen rausgehen. Wenn wir plus 0,5% da am Ende stehen, dann würde ich uns dringend davon abraten, überhaupt, selbst wenn es arithmetisch reicht, in diese Verhandlungen zu gehen. Weil wir kaum Potenzial haben, dann irgendwie den Leuten deutlich zu machen, in den Verhandlungen, hinter uns stehen Leute. Also die Voraussetzung ist wirklich ein gestärktes Ergebnis. Und letzter Satz an der Stelle. Ich glaube nochmal, eine Sache ist wichtig, dass wir tatsächlich die Frage, ob wir in die Koalition gehen oder nicht, an den Mitgliederentscheid binden. Das hat der Landesvorstand bereits beschlossen, das begrüße ich ausdrücklich. Und zweitens ist noch der gleiche Satz, Heinz, ist nur ein Unterzwischen, dass wir auch tatsächlich, selbst wenn wir nicht wollen, dass die Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen sich mit uns überidentifizieren, aber dass wir auch nach den Wahlen dazu einladen, all diese Akteure der fortschrittlichen Stadtgesellschaft zu einem Ratschlag, wo sie mit uns darüber beraten, was sie eigentlich aus diesen arithmetischen Mehrheiten, die es möglicherweise gibt, machen wollen und was ihre Mindestanforderungen sind an eine fortschrittliche Regierungskoalition oder nicht. Und das darf nicht im Hinterzimmer stattfinden, sondern es muss öffentlich sein, damit es auch jeder mitbekommt. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Kommata und Semikolon und andere Satzzeichen eingefügt werden, um Sätze zu verlängern. Kommen wir mal ich habe das jetzt so verstanden, dass Pascal und Harald vor allen Dingen die Frage von öffentlichen Investitionen in den Vordergrund gestellt haben, als das, was wir anders machen, neben Bürgernähe. Und dass Lucia generell skeptisch ist, was Handlungsspielräume angeht. Machen wir es jetzt mal umgekehrt. Also ich habe jetzt in der letzten Frage gefragt, was müssen wir unbedingt durchsetzen, damit eine Koalition sich lohnt. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Regierungsbeteiligung in Berlin, was dürfen wir denn auf keinen Fall als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung akzeptieren? Und wie könnte auch eine Exit-Strategie aussehen, falls was vereinbart worden ist, aber trotzdem die Koalition sich auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger in unserer Partei agieren würde. Wie könnte denn sowas aussehen? Darauf muss man ja auch vorbereitet sein. Harald fängt wieder an.
Dass ich immer anfange, hat den Nachteil, dass ich nicht antworten kann auf das, was nach mir gesagt wurde. Das habt ihr raffiniert gemacht. Aber wir können es ja mal umgekehrt machen. Nein, dann willst du anfangen, Pascal, weil das ist tatsächlich, das ist ein ernstzunehmender Einwurf. Ich würde sagen, lass mal Pascal mal anfangen, wenn du möchtest. Also, aber der Einwand war berechtigt. Absolut. Absolut. Alles das, was denke ich, was Pascal und Harald gesagt haben zur Investition, spricht für unseren Antrag zu Mindestbedingungen. Denn wenn wir nicht einen entscheidenden Unterschied machen, dann ist es viel besser, wir gehen in die Opposition. Also wirklich in entscheidend. Und deswegen haben wir auch Zahlen reingeschrieben. Also ich bin sehr, sehr stark für Zahlen da. Also 100.000 Wohnungen und zusätzliche, die kann man auch, also Sozialwohnungen, ne, kommunale, da kann man auch was rückkaufen, aber da muss man auch was bauen, weil ich will messbar. Also die SPD ist ja, die weiß, wie man trickst, ja, und ich will auch 10.000 Leute mehr im öffentlichen Dienst, das macht in dem einzelnen Bezirk keinen Unterschied bei so einer großen Stadt. Also das ist es nicht spürbar. Ja. So, dann können wir gerne über 12.000 oder 15.000 reden, aber nicht sozusagen auch über einen Abbau, über einen verlangsamten Abbau. Deswegen haben wir den Antrag gestellt. Und ich denke, das ist auch genau richtig, weil es den Erwartungen auch gerecht wird. Die Leute die erwarten von uns Veränderungen. Wir können die sozusagen so nicht einfach sofort liefern, aber es ist richtig, diese Erwartungen auch an die SPD weiterzugeben. Und deswegen haben wir den Antrag auf Mindestbedingungen gestellt. So, die Frage ist ja, was dürfen wir nicht machen? Wir dürfen nicht gegen unsere Grundsätze verstoßen. Ja? Und wir dürfen keine parlamentarischen Tauschgeschäfte machen, wo wir einerseits gegen unsere Grundsätze verstoßen und andererseits sozusagen dann einen Spatz in der Hand kriegen. Und das war eigentlich die Erfahrung, die wir unter Rot-Rot gemacht haben, sozusagen, dass die Grundsätze von keine, die danach formuliert wurden, muss man auch sagen, aber die für die Linke formuliert wurden, dann auch mit dem Blick auf Berlin und der Erfahrung davon, kein Sozialabbau, keine Privatisierung und keine Aufgabenverschlechterung im öffentlichen Dienst. Und daran werden wir uns nicht beteiligen. Und das, denke ich, gilt auch jetzt. Wir können nur Sachen stützen, die in die positive Richtung gehen. Wir können keinen Demokratieabbau unterstützen und so weiter und so fort. Und ich habe ja vorhin schon einiges gesagt zu der Frage, wie kann man was erreichen. Ich denke tatsächlich, dass wir die Freiheit, wirklich Druck auszuüben auf die SPD, tatsächlich nur in der Opposition haben und auch tatsächlich mit den Leuten in dieser Stadt zu wirken. Und dass wir sonst, also dass es für die SPD von Vorteil ist, wenn wir aus der Opposition rausgenommen wurden, und das war eigentlich die Erfahrung aus Rot-Rot, ja, dass da eigentlich eine linke Opposition gefehlt hat die linkeste Regierung Deutschlands sozusagen den härtesten Sozialabbau Deutschlands machen konnte. Ja, aber auch nur die und nicht, also eine große Koalition hätte sozusagen, die CDU war ja komplett angeschlagen politisch nach dem Bankenskandal, hätte die Bankenrettung, die dann Rot-Rot gemacht hat, über die wir uns heute aufregen, naja, wir regen uns in Griechenland und so weiter und so fort und europaweit und auch in Deutschland weit über die Art und Weise der Bankenrettung unter Merkel haben wir uns als Linke durchaus aufgeregt. Und ich sehe eigentlich, dass der Bankenskandal ein Vorreiter davon war, auch was die Krise angeht. Und ich denke, es kommt nicht in erster Linie an darauf, wer regiert. Es ist nicht entscheidend, historisch, wenn man es sieht, dass unter Bismarck einer rechten Regierung oder unter Adenauer einer rechten Regierung der Sozialstaat ausgeweitet wurde und er nachher unter Schmidt, Kohl und Schröder abgebaut wurde. Also es ist nicht die Farbe allein der Regierung entscheidend. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass wir sagen, wenn es AfD und CDU, wenn es sozusagen die einzige Möglichkeit ist, sozusagen mit Rot-Rot-Grün das machen, dann müssen wir da irgendwie, das müssen wir dann irgendwie ertragen. Nee, dann sollen die halt eine große Koalition machen oder was auch immer. Also dass die AfD nicht an der Regierung beteiligt wird, das wird nicht entschieden in Koalitionsverhandlungen, sondern das ist die Frage, ob wir hier eine antirassistische Bewegung gegen rechts in der Stadt und Druck in dieser Stadt aufbauen. Ich glaube, die CDU hätte da auch Probleme mit in der momentanen Situation. Und deswegen denke ich, dann ist es mir lieber, sozusagen, das gibt eine große Koalition, weil schlimmer als sozusagen eine große Koalition und eine Beteiligung von Henkel an der Regierung ist tatsächlich, wenn die Linke ausfällt und ihre Grundsätze verrät und damit überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist und völligen Druck von der SPD nimmt, ihren Sozialkurs zu machen. Und einen letzten Satz zu der Frage,
Ich wäre sehr dafür, wenn wir mit der SPD Berlin die Schuldenbremse aussetzen könnten und sozusagen umgehen könnten und so weiter und so fort, wäre ich sehr dafür. Wenn wir die Reichen besteuern könnten, noch besser. Aber wenn nicht, dann gerne auch so. Ich glaube aber nicht, dass wir die SPD dahin kriegen, weil die sozusagen, sie hat sich festgelegt bundesweit auf die Schuldenbremse, sie hat es im Grundgesetz geschrieben, sie kämpft in Griechenland dafür, dass sie eingehalten wird, der Fiskalpakt und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie dann sagen können, ja, die Griechen müssen sparen, aber die Berliner dürfen aus dem Vollen schöpfen und ihren Sozialstaat wieder aufbauen. Also ich glaube nicht, dass sie da das machen werden. Sollten sie es machen, sehr gut. Ja. Wenn aber dann die CDU mit einer Verfassungsklage kommt, und das ist ja kein Hirngespinst von mir, sondern das hat sie ja bereits getan, um gegen Rot-Rot zu kämpfen, dann musste Rot-Rot dann die GSW verkaufen nach der Verfassungsklage. Und ich glaube, dann allerspätestens, wenn wir sozusagen dann das nicht machen können, dann allerdings spätestens müssen wir die Reißleine ziehen. Ja? Das können wir dann nicht machen. Pascal, bitte. Dabei hatte ich mir das so gut ausgedacht, immer als Letzter irgendwie antworten zu können. Mist. Also, auch flexibel reagieren können. Ne? Ja, ich hoffe, ich bin nicht zu flexibel. Nein, also, ich steige mal nochmal ein und knüpfe an das an, was Lucia gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, anders als 2001 bis 2011, ist inzwischen Konsens in unserer Partei im Landesverband, dass mit uns keine Privatisierung geben kann. GSW-Verkauf wird einhellig als Fehler bezeichnet. Kein Sozialabbau, Aufgabenverschlechterung im öffentlichen Dienst und so weiter. Und ein bisschen sozusagen die Situation Personal im öffentlichen Dienst, naja, hat ja auch ihre Wurzeln in der Zeit vor 2012. Also, dass das Fehler waren, ich glaube, da gibt es ja eine hohe Einigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in der Partei noch in diese Richtung, also in eine falsche Richtung will. Da bin ich mir sehr sicher. Und das sollten wir, glaube ich, uns auch nicht gegenseitig dann an der Stelle vorhalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die gesamte kritische, sag ich mal, Kräfte in dieser Stadt das auch schon so eindeutig erkannt haben. Deswegen müssen wir das auch symbolisch sehr deutlich machen. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir auch in unserem Landeswahlprogramm nochmal explizit reinschreiben, was wir auf dem letzten Landesparteitag, ich glaube einstimmig, beschlossen haben, nämlich, dass klar ist, die Linke beteiligt sich an keiner Regierung, die Privatisierungen vornimmt, die Sozialabbau macht oder aber Stellenabbau und Aufgabenverschlechterung im öffentlichen Dienst vorantreibt. Das muss dann nochmal reingeschrieben werden, auch wenn wir uns alle einig sind, die da draußen, und sind wir ja auch ein paar dabei hier heute, die nicht bei uns in der Partei irgendwie aktiv sind, ist vielleicht nicht für jeden klar, und so ein Symbol muss man auch nochmal setzen. Zu der Geschichte, das ist aber nur das ist keine positive Botschaft in dem Sinne nach vorne, weil das, was ich vorhin gesagt habe, das reicht noch nicht. Da habe ich vorhin einiges zu gesagt, was wir erreichen müssen. Ich würde, da bin da anders als Lucia, nicht der Auffassung, dass wir das jetzt quantifizieren können, weil wahrscheinlich auch 90.000 Wohnungen in Fortschritt wäre. Sagt Lucia jetzt auch. So. Na, dann kommen wir in eine Verhandlungssituation mit der SPD und schaffen es. Wir wollten 100.000 und haben vielleicht 99.000, 95.000 durchgesetzt, haben aber vorher schon festgeschrieben, dass das sozusagen die Mindestbedingung ist für die Regierungsbeteiligung. Ich glaube, das ist nicht überzeugend. Da muss man sich aber auch vielleicht nochmal in anderer Runde auch dann drüber verständigen, was tatsächlich dann für Verhandlungen die Schmerzgrenzen sind. Aber ich glaube, wenn du es jetzt festschreibst, wirst du der SPD in den Verhandlungen auch einen Bärendienst erweisen. Das ist meine Einschätzung, aber das können wir gerne noch weiter diskutieren. Ganz entscheidend, finde ich, nach vorne ist nochmal tatsächlich dieser Punkt, wie gehen wir mit den außerparlamentarischen Kräften, und da meine ich sowohl die institutionellen, Gewerkschaften, Verbände, Mieterverein auf der einen Seite, um auf der anderen Seite aber auch den informellen und so weiter. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, weil es wird eine Frage sein, ob wir eine gesellschaftliche Stimmung haben, ob wir Rückhalt haben für eine Regierung oder nicht. Aus der Opposition mit denen zusammenarbeiten ist leicht, das mache ich auch gerne weiter, aber in der Regierung ist es natürlich schwieriger. Und das wird die entscheidende Herausforderung sein, wie man das hinbekommt. Und das ist zwischen 2.1 und 2.11 nicht gut gelaufen. Punkt. Es ist nicht gut gelaufen, weil man sich besserwisserisch zum Teil hingestellt hat und versucht hat, den Bewegungen und den Akteuren zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und sie hatten doch recht mit der Kritik an vielen Sachen, auch wenn es natürlich in der Praxis nicht einfach war, alles in der Form umzusetzen, wie sie sich vorgestellt haben. Und da muss auch ein Dialog auf Augenhöhe entstehen. Ich sage mal, also das klassische Beispiel Wasservolksbegehren, der Umgang damit auch von unserer Seite war eine Katastrophe. So. Nur weil klar, weil wir besser wussten, dass das rechtlich alles sehr hakelig ist, haben wir uns nicht getraut, dazu aufzurufen, für diesen Wasservolksentscheid zu stimmen.
Ich habe trotzdem für ihn gestimmt und ich weiß, viele Genossinnen und Genossen haben es trotzdem getan. Und er ist ja auch durchgekommen. Und was ist passiert? Das war rechtlich alles total wackelig und trotzdem sind die Verträge sogar freiwillig dann offengelegt worden, weil der Druck durch diese symbolische Aktion so groß war. Die Rückabwicklung der Privatisierung ist nicht gelungen. Das haben vielleicht einige gehofft, trotzdem war es ein großer Erfolg. Und ich glaube, da müssen wir lernen, auf anderer Ebene mit denen umzugehen. Und ich sage mal, beim Mietenvolksbegehren gibt es ja da auch immer so ein bisschen nochmal Reibereien. Ich glaube, auch da müssen wir weiter gucken, wie wir das auf Augenhöhe hinbekommen. Letztes Beispiel, kurz vor der Wahl 2011 ging es ja um das Wohnraum, korrigiere mich Harald, Versorgungsgesetz, so hieß es damals nicht ganz. Also wo es um die Frage ging, was passiert eigentlich mit den Wohnungen, die aus der Anschlussförderung rausgefallen sind. Und wir haben gegen den Rat des Mietervereins und andere damals dieses entsprechende Gesetz mit durchgebracht. Ob das klug war, ist jetzt im Nachhinein immer schwierig. Aber ich glaube, wir müssen da mehr eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit denen führen und das auch institutionalisieren. Das Voraussetzung ist, dass die andere Seite das auch will, habe ich eingangs gesagt. Es ist nicht nur von unserer Seite aus. Letzte Geschichte an der Stelle. Ich habe schon was gesagt. Ich finde den Mitgliederentscheid eine wichtige Sache für einen Einstieg. Über einen Exit jetzt zu reden, wenn man noch nicht mal eingestiegen ist, ist natürlich immer so ein bisschen, naja, der dritte Schritt vorm ersten. Trotzdem, also ein Blick in unsere Satzung, für die, die Angst haben, sozusagen, kann man jetzt nur sagen, oder auch für die, die Angst haben sollten, weist darauf hin, dass wir mittlerweile Möglichkeiten haben, auch der innerparteilichen direkten Demokratie. 5% unserer Mitgliedschaft können einen entsprechenden Mitgliederentscheid beantragen. Das sind, glaube ich, Pi mal Daumen, 400 Mitglieder zurzeit. Jeder Mitglied, das beantragen würde, sozusagen entschieden, wie wir damit weiter umgehen, wenn uns irgendeine Entwicklung nicht passt. Da sollten wir auch dann entsprechend selbstbewusst tun. So, Harald, jetzt in einer komfortableren Situation reagieren zu können. Danke. Ich will jetzt nicht über Rot-Rot von 2001 bis 2011 diskutieren. Ich glaube, das wäre eine gesonderte Veranstaltung, wo man sich differenzierter unterhalten müsste und auch über die Ausgangsbedingungen. Wir haben heute andere Bedingungen, deshalb ist das ganze Thema, Pascal hat es angesprochen, die Frage Personalabbau im öffentlichen Dienst ist kein Thema, sondern es steht die entgegengesetzte Aufgabe an. Da gibt es auch einen Konsens innerhalb der Stadt, sogar mittlerweile bis in die Regierungskoalition hinein. Sondern wir reden nur über die Frage des Tempos und an welcher Stelle muss der öffentliche Dienst aufgebaut werden. Und wir müssen auch über qualitative Fragen reden, zum Beispiel über die Fragestellung, da Berlin als Stadtstaat im Tarifvertrag der Länder ist, haben wir bei den Erzieherinnen und Erziehern, die normalerweise in kommunalen Tarifverträgen sind, eine schlechtere Bezahlung, weil da die Eingruppierung im TVL gar nicht vorkommt für Erzieherinnen und Erzieher. Also auch da muss was getan werden. Und das, glaube ich, das ist ein Thema, das wir im nächsten, also jetzt in diesem Wahlkampf und in möglichen Verhandlungen auch stark machen müssen. Sozialwohnungen. Ja, 100.000 kann man formulieren, aber das ist eigentlich nicht die Frage, sondern die Frage, was ist heute eine Sozialwohnung? Wie wird die Sozialwohnung finanziert? Wir wollen doch nicht diesen alten, bescheuerten sozialen Wohnungsbau, der alles andere als sozial war und der ansonsten nur ein Subventionsprogramm war für die Immobilienwirtschaft. Wir wollen auch nicht das, was der Senat gegenwärtig macht mit seinen Wohnungsbaugesellschaften, das als sozial gilt, 6,50 Euro kalt, was gar nicht Hartz-IV-fähig ist von der Dimension, wenn du da noch die Betriebskosten draufrechnet, das wollen wir nicht. So, das heißt, wir müssen in dieser Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten, müssen wir ein alternatives Konzept der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus vorlegen. Und dann reden wir auch über die Frage der Dimension. Das ist doch das Thema, über das wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist nicht abgetan mit, also insofern sage ich mal, müssen wir mehr tun, als nur plakativ eine Zahl formulieren, wo die Sozialdemokraten, ich habe das auf dem letzten Landesparteitag gesagt haben, die Zahl 100.000 unterschreiben die sofort. Die sind sich ja gegenwärtig am Überschlagen mit Wohnungsbauzahlen. Ja, Geisel macht eine Pressekonferenz nach der anderen, wo er mal wieder 10.000 drauflegt. Ja, scheiße, sage ich, die Wohnungen, die gegenwärtig gebaut werden, treiben den Mietpreisspiegel nach oben. Das muss geändert werden. Und darüber müssen wir die Auseinandersetzung führen. Zweiter Punkt. Also ich bin dafür, aber das ist nicht nur eine Frage, ob man das irgendwo mal reinschreibt und auf dem Parteitag beschlossen hat,
sondern wir müssen das im Vorwahlkampf und im Wahlkampf deutlich machen, was wir wollen. Weil das Thema gesellschaftliche Stimmung und Mobilisierung ist das entscheidende Thema, ob man erfolgreich sein kann in Koalitionsverhandlungen, ob es gelingt, innerhalb von Gewerkschaften, innerhalb von Bewegungen und auch vor allen Dingen auch innerhalb der Sozialdemokratie Bewegung zu erzeugen, Druck zu erzeugen, dass sie sagen, ja, das ist ein vernünftiges Konzept oder in die Richtung wollen wir auch. Wenn das nicht gelingt, dann hast du schon zu 3/4 verloren. Weil die Durchsetzungsfähigkeit liegt nicht darin, dass man besonders verhandlungsgeschickt ist. In dem einen oder anderen Detail kann das mal nützlich sein, aber das ändert gesellschaftlich an den Kräfteverhältnissen nichts. Und dann komme ich auch zu dem Thema Exit. Das Exit kannst du nicht abstrakt diskutieren, sondern wir sind doch mit folgendem Dilemma konfrontiert. Sind Linke immer mit konfrontiert. Der Großteil der Wählerschaft will Veränderung, will, dass wir regieren und will nach Möglichkeit, dass wir in dieser Regierung ungebrochen alles durchsetzen. Wenn es zum Konflikt kommt, ist häufig die Stimmung die, zu sagen, ja, macht aber trotzdem weiter, weil die Rechten sollen nicht drankommen. Das ist genau das Dilemma, wo man dann ein kleineres Übel ist. Das kriegst du nur aufgelöst. Das kriegst du nur aufgelöst, wenn du in der Koalition einen Konflikt hast, wo du auch eine breite gesellschaftliche Unterstützung hast, die auch mit bis in das sozialdemokratische Lager hineinreicht. Nur dann kannst du, wenn es hart auf hart geht, auch erfolgreich eine Koalition brechen und beenden und kannst dann in möglichen Neuwahlen auch gestärkt hervorgehen. Und deshalb, das entscheidet sich aber nicht nur dann in der Krisensituation, sondern du musst vorher, musst du versuchen, einen gesellschaftlichen Konsens zu entwickeln um das, was diese Regierung leisten soll. So, und letzter Satz, Lucia, es ist völlig klar, der Eintritt in eine Landesregierung ist weder die Überwindung des Kapitalismus, noch der Beginn der Revolution, noch nicht mal eine zwangsläufig radikale Umwälzung, weil du bewegst dich innerhalb des bürgerlichen Staates. Wo ich dir widerspreche, ist, dass du einfach sagst, der bürgerliche Staat ist ein Gefängnis und außerhalb des bürgerlichen Staates haben wir mehr Bewegungsfreiheit. Es ist eine Illusion, dass man als gesellschaftliche Bewegung und als Partei in der Opposition sich außerhalb des Staates befindet. Nein, befindet man sich nicht. Man hat andere Handlungsspielräume, ja, auch andere Handlungsmöglichkeiten oder weniger Möglichkeiten auch als an der Regierung. Ich sage nur, die Frage ist, gesellschaftliche Kämpfe finden auch in und um den Staat statt. Und die Frage ist, wie sich das Kräfteverhältnis entwickelt, hängt von der Frage gesellschaftlicher Mobilisierung aus. Und da komme ich, lasst mir noch einen Satz, zu dem Punkt, Pascal hat es an dem Beispiel Wasservolksentscheid angesprochen und da habe ich auch schon öffentlich Selbstkritik geübt. Ich habe die Dynamik dieser Bewegung völlig unterschätzt und bin da der juristischen Logik verhaftet geblieben und gesagt, das Thema ist doch eigentlich erledigt, weil die Verträge waren offengelegt und zwar von uns auf rechtssicherem Wege, nicht einfach freiwillig, sondern wir hatten ein eigenes Gesetz gemacht. Übrigens besser als das Gesetz, aber das hilft ja nichts. Sondern die Dynamik, es ging nicht um das Gesetz, sondern es ging darum, dass die Leute artikulieren wollten, passt auf, diese Wasserprivatisierung ist scheiße. Das ist genau das, was wir seit Jahren gesagt haben und wo wir 1999 keine Mobilisierung und keine Unterstützung bekommen haben. Als wir da, weil der Zeitgeist, wie gesagt, ein anderer war. So, da hätten wir es hinbekommen müssen. Als Partei, und das ist der Fehler, den ich mir anlaste und auch der damaligen Mehrheit und der Führung, das, glaube ich, sehen heute alle ähnlich, wir hätten damals ein anderes, aktiveres Verhältnis, wir hätten in dieser Bewegung sein müssen und in dieser Bewegung unsere Kritik vorbringen müssen. Wir hätten damit einen gewissen Widerspruch auch zu unserer Regierung gestanden, ja, aber diesen Widerspruch hätten wir versuchen müssen auszuhalten. Das wäre schwierig gewesen, aber es wäre sinnvoller gewesen als die Konstellation, in die wir reingegangen sind. Und diese Lehre, finde ich, müssen wir auch in eine mögliche neue Regierungsbeteiligung mitnehmen oder auch in der Opposition. Vielen Dank erstmal ans Podium. Wir öffnen jetzt die Diskussion hier für den Saal. Ich mache das quotiert, wie üblich bei uns in der Partei, und guckt mal, dass ihr das in 3 Minuten so sagt, was ihr sagen wollt. Wer möchte?
die Genossin, also die Möglichkeit zu reden gibt es an dem Saalmikrofon hier vorne und es gibt auch ein mobiles Mikrofon. Die Genossin mit der roten Baskenmütze. Gabriele heiße ich. Was haltet ihr von Oskar Lafontaines Plan B zum Thema ein neues Europa oder ein neues Modell? Gegen diese Banken muss geschaffen werden. Und zweitens, wie will die Linke umweltpolitisch aktiv werden? Die drei haben noch mal zum Schluss, können Sie was sagen, wenn es zwischendurch eine Situation einer konkreten Nachfrage gibt, nehme ich mal vielleicht jemand ran, aber lassen wir erst mal ein bisschen sammeln. Wer möchte als Nächster oder als Nächste? Dort hinten links, von mir gesehen, ganz in der Ecke. Weil ich nicht erkennen kann, dass es sich um ein linkes Programm handelt. Ich will das mal an Folgendem deutlich machen. An keiner Stelle kommt ein Lohnabhängiger, ein Ausgebeuteter, sonst wer vor. Auf Seite 27 wird dann mal von Vertragnehmern gesprochen. Das sind jene, die hier outsourced wohnen und sich nun auf dem freien Markt rumschlagen. Das hat mit einer sozialistischen Position meines Erachtens nichts zu tun. Und es gibt für mich, für eine Koalition, für unsere Partei nicht den mindesten Ansatz. Hier heißt es, wir stellen uns diesem Kurs entgegen im Bundestag und hier auf Berliner Ebene. Und damit ist gemeint, die Ausweitung der Militäreinsätze der Bundesrepublik Deutschland. Wie kann man mit einer kriegführenden Partei in Koalition gehen? Das ist völlig undenkbar. Mit dem Henker gemeinsam am Tisch sitzen. Das ist doch Irrsinn hoch drei. Ich bin der Auffassung, mit der Sozialdemokratie, heutiger Prägung, kann es keine Koalition geben. Heute nicht und morgen nicht. Dass die sich ändert, das glaube ich nicht. Wer Steinmeier beobachtet hat, der maßgeblich an den Überfall auf Jugoslawien beteiligt war, er war damals Kanzleramtsminister, da liefen alle Fäden zusammen, der setzt doch heute die ganze Linie weiter fort. Wohin soll das führen? Und nun zuletzt habe ich auch noch eine Bemerkung, nur der Redlichkeit wegen. Bis 2011 wurden mehr als 20.000 Wohnungen abgerissen. Fast alle hatten bauphysikalische Gutachten, die ihnen weitere 40 bis 60 Jahre Nutzungsdauer bescheinigten. An der Landsberger Allee, Ludwigsfelder Straße, Zossener Straße wurden 14 Aufgänge abgerissen. Jeder Aufgang hat 40 Wohnungen. Diese Wohnungen würden heute den Flüchtlingen zur Verfügung stehen. Und es sind nicht die einzigen. In Berlin stehen weitere 1.000 Wohnungen. In Marzahn, in Köpenick, in Hellersdorf und in Hohenschönhausen. Und ich frage, was soll sich ändern mit diesem Programm? So, der Genosse in der vierten Reihe, ganz rechts, du bist das. Nee, er, neben dir, genau. Ich bin von mir aus. Vierte Reihe von hinten, von mir aus gesehen, rechts. Euch beide habe ich notiert. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gezählt. Ja, schönen Abend. Ich bin Steffen von der Linken Neukölln-Reuterkiez. Also ich kann mich eigentlich der Kritik meines Vorredners nur anschließen, dass das Regierungsprogramm, das war schon ein falscher Versprecher, das Programm zur Abgeordnetenhauswahl ist für mich, liest sich das auch eher wie ein Regierungsprogramm von Punkten, die wir durchsetzen wollen in der Regierung. Da sind jetzt ja natürlich auch richtige Punkte drin. Es braucht natürlich ein Investitionsprogramm für Berlin, da stimme ich ja bei allen Punkten völlig zu, dass das die Punkte sind, die wir brauchen. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen die Schwierigkeit ist, wenn man dann Mindestbedingungen macht,
die sagen quasi, man möchte keinen Abbau haben. Also das, was Pascal meinte, wir sollten nochmal sagen, wir wollen keinen Abbau, das ist richtig. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht die Forderung, weil es wurde schon so viel abgebaut, dass selbst jetzt eine schwarz-rote Regierung, wenn sie dann nochmal rankommt, dann auch nicht mehr wirklich abbauen möchte. Ich glaube, was man aber eigentlich ganz klar, also ich glaube, dass wir die einzige Chance, die wir haben, als Partei irgendwie eine Stimme innerhalb dieser Stadt wieder größer werden zu lassen und auch auf Wahlebene gewinnen zu können, ist es eigentlich, wenn wir klar machen, dass wir eine Partei sind, die anders sind als alle anderen Parteien, weil wir einerseits eine Partei sind, die im Gegensatz zu allen anderen Parteien den Kapitalismus ablehnen, dieses System, was dazu führt, dass es zur Flucht kommt, dass es zur Ausbeutung von Menschen kommt, dass wir das ablehnen. Das ist jetzt noch nicht besonders konkret für die Menschen in der Stadt. Ich glaube, dass wir dann konkret sagen müssen, wir sind die, die gegen die Interessen der Banken und Konzerne in diesem Land, in dieser Stadt, eine Politik machen wollen, die mehr Wohnungen, mehr bezahlbare Wohnungen, die eine Enteignung von Leerstand bedeutet, die eine Enteignung von Immobilienbesitzern bedeutet und da eine Politik gegen die Banken und Konzerne machen. Und ich glaube, dass das eine völlige Illusion wäre, das mit der SPD gemeinsam zu machen. Und das sind alle Erfahrungen der Rot-Roten, also Harald hat gesagt, wir möchten nicht über die Erfahrungen der Rot-Roten Koalition reden, aber die Erfahrungen der Rot-Roten Koalition lernen ja, dass das eben nicht möglich war mit der SPD. Und ich glaube, dass das ist sowohl, das ist auch im Kampf gegen die AfD, wenn die AfD nicht reinkommen möchte, dann können wir im Kampf gegen die AfD nicht mit den Parteien zusammenarbeiten, die diese Misere mitverantworten und die auch in der Flüchtlingspolitik dafür sorgen, dass es dieses Chaos gibt, diese extrem miesen Bedingungen für Geflüchteten. Und das ist eigentlich die Basis ja auch, auf der die AfD mit aufbaut, die sagen können, ihr lasst hier so viele Leute rein, das bringt ein riesen Chaos. Natürlich gibt es da viele Rassisten, die dabei sind, aber es gibt auch Leute, die auch irgendwie Sorgen um ihren sozialen Stand haben, und die werden wir nicht erreichen, wenn wir mit der SPD, mit der CDU, mit sogenannten demokratischen Kräften zusammen da agieren, sondern wenn wir als soziale Opposition, gemeinsame Gewerkschaften und soziale Bewegungen eine antikapitalistische, sozialistische Bewegung auch gegen die AfD aufbauen. Hallo, ich bin Marina aus Neukölln. Ich finde die Regierungsbeteiligungsfrage dermaßen schwierig, dass ich eher auf die Frage APO, also außerparlamentarische Opposition, eingehen wollte. Wir schaffen es leider auch nicht immer dann, wenn wir in der Opposition sind, mit allen so zusammenzuarbeiten, dass etwas Produktives bei rauskommt. Stichwort, wir haben es nicht geschafft, die AfD zu blockieren. Das muss unser Ziel aber sein, und da werbe ich trotzdem nochmal, also auch wenn uns das allen klar ist, die AfD ist irgendwie kacke, dass wir da dermaßen scharf vorgehen müssen. Wir müssen die blockieren, wir müssen die aufhalten, und wir müssen das zusammentun mit Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern. Ich glaube, das haben wir in Neukölln schon ganz gut hingekriegt an der einen oder anderen Stelle, aber diesen Dialog nicht abreißen zu lassen. Und wie mache ich diesen Dialog? Bitte mit Ehrlichkeit. Also bitte tut nicht so, ja, keine Ahnung, Kohle in Brandenburg muss sein, ging nicht anders, sondern macht klar, warum ging das nicht? Also, dass für alle Nicht-Parteimitglieder oder für Bündnispartner die Schwachstellen einer Regierungsbeteiligung auch klar werden, weil sonst wird immer die Linke der böse Partner sein. Und da bitte ich sozusagen alle Regierungsvertreterinnen am Ende dann auch diese Ehrlichkeit aufzubringen und zu sagen, ja, die Linke baut da total die Scheiße an der und der Stelle, und das nicht wieder zu verschweigen. Und ich habe immer mal wieder das Gefühl, auch von Leuten, die Regierungsbeteiligung ablehnen, dass das so verschwiegen wird, weil man der Partei damit schädigt. Ich glaube, man schädigt der Partei überhaupt nicht, weil man einfach die Rahmenbedingungen klar macht. Genau. Georg Frankl. Georg aus Neukölln auch. Ich wollte noch mal kurz auf Rot-Rot 2001 bis 2011 zu sprechen kommen. Ich bin 2004, 2005 hier in die IASG eingetreten, 2005 in die PDS dann. Und die Zeit der Regierungsbeteiligung habe ich als total vergiftet in der Partei wahrgenommen damals. Also was Lucia gesagt hat, wenn die Linke in der Regierung ist, fehlt eine linke Opposition.
Das war auch ein Grund, warum sich die WASG damals in Berlin mitgegründet hat und mit stark wurde. Und vor allem war es der Grund, warum die Fusion in Berlin dermaßen verhunzt war und eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat, weil die Linke in der Regierung saß und in zentralen Auseinandersetzungsfeldern, die Polizeigesetzverschärfung, Berliner Hochschulgesetz, wo es einen riesen Bildungsstreik gab, die Ladenöffnungszeiten, der Stadtschlossbau, was weiß ich, in allen Punkten stand Harald damals auf der anderen Seite. Und seitdem wir in der Opposition sind, ist Harald mir 20 Mal sympathischer geworden und ich diskutiere gern mit ihm und genieße Veranstaltungen. Während der Regierungszeit hatte ich das Gefühl, die Landesführung, wir greifen uns gegenseitig an. Wir haben uns, also ich will mich selbst auch nicht aus der Verantwortung nehmen, aber es war wirklich eine unschöne Atmosphäre. Und die Frage ist, wie kann man das vermeiden und kann man das überhaupt vermeiden? Und alle historische Erfahrungen, ganz ehrlich, also Pascal sagt, wir müssen Kontakt halten zu sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, auch in der Regierung. Das hat noch nie geklappt. Die Partei, die am stärksten mit in sozialen Bewegungen verankert war, war die Refondazione Comunista, die 2001 in die Regierung Prodi gegangen ist, um eine Berlusconi zu verhindern. Die ist total zerbrochen damals in der Regierung, total eingegangen und am Ende gab es überhaupt keine Linke mehr in Italien und Berlusconi war stärker denn je an der Regierung hinterher. Und wenn wir in die Regierung gehen und die AfD macht eine einigermaßen intelligente Oppositionspolitik, werden die gewinnen und dann wird es bei allem, was ich gerade aufgezählt habe, hieß es damals immer, willst du deswegen die Regierung scheitern lassen? Klar ist es scheiße, das wissen wir alle, aber das kannst du doch nicht vermitteln, da die Regierung scheitern zu lassen an dem Punkt. Und wenn die AfD stark ist, dann wird bei jeder einzelnen Frage, willst du wirklich raus aus der Regierung und der AfD den Weg zu bereiten, das wird uns noch viel mehr in der Regierung festketten und die Partei wird schwächer werden und am Ende stehen wir schwächer da als vorher. Die Genossin, die von mir aus gesehen in der vierten Reihe von links und dann die zweite von links ist, du bist dran. Ja, hallo, ich bin Sandra, auch von der Linken Neukölln. Ich bin seit 4,5 Jahren Mitglied bei der Linken. Ich habe sehr viel gelernt dabei. Ich finde die Partei normalerweise total super, wenn es nicht um die Regierungsfrage geht. Genau, also ich finde, dass wir halt als Die Linke wirklich eine politische Alternative darstellen und ich möchte auch gerne, dass das so bleibt. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, mit der SPD in eine Regierung zu gehen in Berlin. Ich meine, die sind diejenigen, die den Volksentscheid kippen wollen. Die wollen das Volksgesetz von 100% aufheben und zwar nur, weil sie den ersten Stein setzen wollen auf dem Feld. Sie reden von Integration und Unterkünften und menschenwürdigen Unterkünften und machen dafür einfach mal gar nichts. Also sorry, ich meine, Leerstand beschlagnahmen ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Der Flüchtlingsrat hat dem Senat die Liste gegeben, wo sofort Wohnungen bezogen werden könnten. Außerdem würde sich auch der Mietspiegel dadurch relativieren. Anyway, auf jeden Fall, die SPD ist auf jeden Fall meiner Meinung nach schon eine neoliberale Partei und sie ist auf jeden Fall nicht mehr sozial, ob auf Bundesebene oder auf Landesebene. Ich kann es ja nachvollziehen, dass man irgendwie im öffentlichen Dienst mit denen zusammen ein paar Leute einstellen will, aber ich finde, dieses Argument halt reicht einfach nicht aus, weil wir brauchen eine grundsätzliche Politikwechsel. Genau, außerdem, ja, genau, das war's erstmal. Nee, nicht du, der Genosse da vor dir. Du musst noch 4 Leute vor dir ertragen. Ja. Stefan Bornos, wenn man im Jahr 2016 über Regierungsbeteiligung redet, dann sollte man sich vielleicht die Zeit nehmen, auch kurz die griechische Erfahrung zu reflektieren, weil ich glaube, das ist eine Zäsur gewesen, ne, die gar nicht so weit weg ist. Da sind nämlich einige grundsätzliche Punkte drin. A, die Frage der guten Absicht ist nicht die entscheidende. Also es ist nicht so, dass das ist Propaganda dann teilweise gewesen zu sagen, der Tsipras wollte von vornherein und hat den Verrat geplant. Also alles, was Yannis Varoufakis erzählt aus dem Innenleben der Regierung, das ist nicht so gewesen. Sie waren finster entschlossen, das Spardiktat zu brechen am Anfang. Sozusagen sind da reingegangen in die Regierung und hatten sich eine Strategie zurechtgelegt, das zu tun. Nämlich in die Verhandlungen reinzugehen mit der EU, ne, und zu erwirken, dass es eine wesentliche Lockerung der Verhältnisse selber gibt. Und die hat es nicht gegeben. Die Verhandlungspartner haben sich als knallhart erwiesen, ne, und deshalb wurde dieser U-Turn aufgezwungen. Aber die Regierung ist nicht damit angetreten, sich den größten Generalstreik seit 2011 zu fangen.
Da sind sie einfach nicht. Die wurden auf diesen Kurs gedrückt. Das ist das eine. Das heißt, die Frage, die sowohl Pascal als auch Hart gesagt haben, dass ein Reflexionsprozess stattgefunden hat in der Partei, dass man vieles anders machen möchte und nicht in dieselben Fettnäpfchen wieder reintreten möchte, heißt nicht, dass man in die Lage kommt, das zu tun. Es ist immer die Frage sozusagen, wie geht das Gegenüber gegen? Und es wird, egal welche Konstellation gibt, wird man der Juniorpartner sein. Wir glauben ja alle nicht, dass wir die SPD hier überflügeln. Ne? Und wir wissen, wer dann die Gesetze macht in der Verhandlungsposition. Ne? Und das muss sozusagen klar sein. Und ich denke, Frage der guten Absichten entscheiden, auch die Frage der Begrenzung einer Doppelstrategie. Also Pascal hat das angedeutet, Harald auch. Das finde ich, das hört sich so gut an. Und das war eines der wesentlichen Argumente für die griechische Erfahrung, zu sagen, was kann da schiefgehen? Eine der linkesten Parteien im Spektrum der europäischen Linken und die mobilisierteste Gesellschaft Europas, was Arbeiterkämpfe angeht, was überhaupt alle Gesellschaftsbewegungen angeht, das wird sich doch die Bälle zuwerfen, die werden sich gegenseitig die Spielräume erweitern. Das hat sich super angehört. In der Praxis sieht es denn anders aus, weil das Verhältnis, es hat sich nicht die Bälle zugeworfen, sondern es wurde relativ schnell antagonistisch. Ne? Als klar war, sozusagen, man kommt bei den Verhandlungen nicht weiter, musste man natürlich trotzdem das Ergebnis nach unten verkaufen und plötzlich hatte man die Leute gegen sich. Ne? Und ich sozusagen, mir fehlt die Fantasie momentan, zu sagen, wie aus diesem schönen Modell einer sozusagen mobilisierenden Berliner Gesellschaft, ne, wo die Bewegung vorangeht und die erweitert immer weiter die Spielräume der Linken gegenüber der SPD in der Regierung. Tatsache ist doch, man verhandelt was mit der SPD und vertritt das gemeinsam, weil man sonst nämlich sofort nach dem Ende der Verhandlung eigentlich den Koalitionsbruch wieder hat, ne, und vertritt das gemeinsam gegenüber der Stadt und versucht das durchzuziehen. Das ist die Erfahrung, wie Regierung eigentlich funktioniert. Und deswegen denke ich, dass uns eine mobilisierte Berliner Gesellschaft nicht errettet, aus dem Dilemma an der Seite der SPD Sachen durchzusetzen, die man nicht möchte. Ne, und gleichzeitig wir teilweise die mobilisierte Gesellschaft gar nicht bekommen, als ein wichtiger Faktor, eine große Partei mit einer entscheidenden Verankerung, ne, wenn wir uns in der Regierungsbeteiligung gebunden haben. Deswegen halte ich das nicht für den richtigen Weg. Die Genossin in der letzten Reihe. Guten Tag, ich bin Esther. Ich bin nicht Parteimitglied, aber habe immer die Linken gewählt. Und genau, die Frage, die sich bei mir stellt, ist, dass ich glaube, dass wie in diese Wahl hineingegangen wird und mit was für einer Atmosphäre man da in der Stadt wirklich seine Position vertritt, extrem das Wahlergebnis bestimmen wird, weil die Stadt wirklich sehr unzufrieden ist und die SPD ja wirklich einfach praktisch auf ihrer Position sitzt und man jetzt schon merkt in den Zeitungen, dass die Bevölkerung eigentlich denkt, okay, jeder will mit der SPD zusammengehen und das ist ja eigentlich genau das, was man praktisch nicht möchte. Man möchte eine Veränderung in der Stadt. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich das Problem ja schon da kommt, wenn der Bürger das Gefühl hat, dass das primäre Ziel von jeder Partei ist, dass sie unbedingt regieren möchte, denn das ist der absolute Verlust von Integrität und von Grundsätzen. Und dass ich da irgendwie doch fragen und anregen würde, wie schafft, also wenn irgendwie in diesem im Wahlkampf nicht ganz klar gezeigt wird, dass die Linke wirklich eine gute Alternative ist und zu diesen sozialen Grundsätzen steht und sich eben nicht eine Wiederholung von Rot-Rot so ankündigen wird, dann wird die Linke, glaube ich, nicht das Ergebnis erzielen können, was sie ansonsten locker fast hätte, weil die Leute unzufrieden sind und weil die SPD wirklich gerade mit dem eben Demokratie also Demokratieabbau, keine Volksentscheide, das geht so einfach nicht. Deswegen hat ja auch die AfD, kann ja auch nur deswegen irgendwie Land gewinnen. Und da würde ich, glaube ich, wirklich sagen, ist Koalition mit der SPD wird nach außen auf jeden Fall unglaublich schlecht wirken. Und das in der Bevölkerung ist das politische Jargon schon so da, dass da fast die Linke schon als eine der normalen Parteien gesehen wird. Und das schadet, glaube ich, der Linken extrem und eigentlich dem guten, super guten Grundgedanken, der eigentlich die Linke trägt und weswegen die Linke ja auch eigentlich eine gute alternative Politik für links macht. Ja, mein Name ist Dominik aus Steglitz-Zehlendorf und ich bin Vertreter der sogenannten demokratischen Kräfte, wie es hier vorher freundlicherweise hieß. Ich bin SPD-Mitglied und oute mich jetzt einfach mal. Ich wollte nur mal was dazu sagen. Es ist hier ja gesagt worden, immer, wir müssen Druck auf die Sozialdemokraten ausüben. Von Harald Lucia hat gesagt, die SPD ist für die Schuldenbremse. Das wird immer so ein Bild von einem monolithischen Block aufgebaut. Es ist eine ganz klare Abgrenzung wird von euch gefahren. Und es fällt wirklich den progressiven Kräften in der SPD schwer,
wenn ein möglicher Koalitionspartner sich immer so gegen einen ausgesetzt, sich gegen die nicht progressiven Kräfte auch nur ansatzweise durchzusetzen. Das heißt, viele Mitglieder, die eigentlich für eine linkere Politik stehen würden, werden in Inaktivität getrieben, weil in einer Koalition mit der CDU oder auch mit immer rechter werdenden Grünen werden eben solche Leute nicht zu Wort gelassen, weil das stört ja den Koalitionsfrieden. Das gleiche Problem, was ihr hier auch diskutiert. Ich würde mir also einfach ein bisschen wünschen, dass man nicht immer nur den Feind sieht, sondern tatsächlich auch Kräfte sieht, die Verbündete sein können in allen Feldern der Politik. Ich habe es so oft diskutiert, wir wollen auch keine Schuldenbremse. Jetzt rede ich mal von wir, auch wenn wir eine kleine Gruppe ist oder sagen wir eine Minderheitengruppe. Wir stellen uns durchaus auch andere Zustände am Lageso vor. Wir stellen uns auch was anderes vor als Massenunterkünfte. Das gibt es auch bei den sogenannten demokratischen Kräften. Nur so kleiner Aufruf zu etwas Toleranz auch gegenüber bösen Sozialdemokraten. Ruben, du bist der Nächste. Dann bist du dran, Walter. Also aus Ruben Lehnert aus Neukölln. Ich knüpfe da an, auch deshalb, weil ihr selbst gesagt habt, erfolgreich waren die Mobilisierungen in der Stadt immer dann, wenn sie ausgegriffen haben, auch tief hinein ins traditionell sozialdemokratische Milieu. Ja. Das war beispielsweise beim Volksentscheid Wasser ebenfalls der Fall. Ich kann mich an eine Mobilisierung erinnern in der Stadt, da ging es um die Studienkonten. Da haben die Studentinnen und Studenten tatsächlich so viel Druck gemacht auf einem Parteitag der PDS, dass die Mehrheit der Delegierten damals gegen die Empfehlung der Spitzen von Fraktion und Partei gegen Studienkonten gestimmt hat. Daraufhin wurden in Berlin keine Studienkonten eingeführt und Udo Wolf hat mal in einer Auswertung geschrieben, dass die PDS dafür auch einen Preis zahlen musste. Mich würde mal interessieren, im Aushandlungsprozess am Regierungstisch, wo drin hat denn der Preis bestanden damals? Der zweite Punkt in dem Zusammenhang, ich kann mich erinnern, dass ich auf zwei, vielleicht auch auf drei Parteitagen dabei war, als wir beantragt haben, die Linke möge den Volksentscheid Wasser unterstützen. Und stets hat die Spitze der Partei dagegen gesprochen, hat eine Mehrheit dagegen organisiert. Die Ergebnisse sind ja bekannt und meinem Dafürhalten nach war die Linke in der Regierung nie so weit entfernt von der Linken in der Stadt wie bei diesem Volksentscheid. Und eigentlich die Gretchenfrage sozusagen, wie verhält man sich in einer ähnlichen Situation? Wie verhält man sich in Zukunft in einer ähnlichen Konstellation, in einer ähnlichen Situation? Ist es überhaupt vorstellbar, dass sozusagen ja, Druck gemacht wird von links und wir eine solche Mobilisierung als Partei unterstützen, möglicherweise mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber gegen die Spitze der SPD in Berlin. Ist so eine Konstellation vorstellbar? Oder sagt dann der Michael Müller, lieber Genosse Wolf, bis hierhin war es nett, aber dort ist die Tür. Schluss aus. Mich würde das tatsächlich interessieren, weil eine solche, idealerweise würde ich mir eine solche Situation wünschen, aber in der Vergangenheit ist mir das hier in dieser Stadt jedenfalls noch nicht unter die Augen gekommen. Und Berlin ist eine der linkesten Städte überhaupt, mit einer extrem engagierten Stadtbevölkerung. In kaum einer anderen Stadt, geschweige denn in einem Bundesland, wird so links gewählt wie in Berlin. Also das Mobilisierungspotenzial ist dramatisch. Die Frage ist, können wir dieses Mobilisierungspotenzial auch dann ausnutzen, wenn wir an der Regierung sind und die Mobilisierung sich, wenn nicht direkt gegen uns, so doch dann möglicherweise gegen die Spitze unseres Koalitionspartners richtet. Zweite Frage, Harald, du hattest auf dem Parteitag gesagt, wir brauchen ein ambitioniertes öffentliches Investitionsprogramm. Den bisherigen Entwurf des Landeswahlprogramms halte ich für nicht ausreichend. Er ist sehr unkonkret und meinem Dafürhalten nach auch defensiv formuliert. Wie beurteilst du das? Und zum Schluss, ich bin dafür, dass wir die roten Haltelinien nochmal bekräftigen. Ich bin aber auch dafür, dass wir Mindestbedingungen formulieren. Warum? Es geht um eine Konkretisierung des Politikwechsels, den wir anstreben. Es geht darum zu sagen, was verstehen wir unter diesem Politikwechsel konkret? Es geht darum, eine Priorisierung unserer politischen Forderungen vorzunehmen. Alles andere bedeutet eine Gleichrangigkeit aller Forderungen. Das ist Beliebigkeit und das ist unpolitisch. Also mir geht es darum, dass offengelegt wird, welche Voraussetzungen müssen aus unserer Sicht mindestens erfüllt sein, bevor wir sagen, wir machen die Regierung, weil die Regierung Sorge dafür trägt, dass ein Politikwechsel stattfindet. Und nicht zum Schluss. Diese Mindestbedingungen machen auch die Ergebnisse möglicher Koalitionsverhandlungen für die Partei und ihre Mitglieder abrechenbar.
Sie sind ja Kriterien, anhand derer wir beurteilen können, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Mindestbedingungen formuliert werden. 2006 war das der öffentliche Beschäftigungssektor, keine Privatisierung und Einstieg in die Gemeinschaftsschule. Aber Mindestbedingungen, damit wir als Partei abrechnen können, die Ergebnisse von Koalitionsverhandlungen. Walter Mayer. Ja, ich komme aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Mir ist die Frage, Regierungsbeteiligung ja oder nein und unter welchen Bedingungen, eine wesentlich zu verkürzte Frage. Ich möchte vielmehr mal ausgehen von einer Aussage. Es gibt eine Stimmung für Rot-Rot-Grün und das sei ein linkes Projekt. Das müssten wir mal hinterfragen, ob dem wirklich so ist. Zweitens, wenn man so rumhört, dann wird auch häufig von Wählerinnen und Wählern gesagt, klar, Rot-Rot ist besser als was anderes, also einigt euch endlich mal. Da ist auch die Frage, auf welchem Bewusstseinsniveau, auf welchen Erwartungen basieren solche Aussagen. Und da haben wir meines Erachtens noch keine ausgefeilten Antworten darauf, warum wir das machen oder warum wir das nicht machen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir selbstständig mit einer Programmatik in den Wahlkampf gehen, die ausgreift, da wiederhole ich jetzt, was andere auch schon gesagt haben, aber nicht schon jetzt mit Antworten oder möglichen Antworten oder Bandbreiten, was Regierungsbeteiligung anbetrifft, sondern möglichst viele Stimmen für die Linke zu gewinnen. Und da sollen wir uns, ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig. Wenn die AfD stark wird, dann sind die Würfel anders verteilt oder die Rollen anders verteilt und auch die Karten anders gemischt. Das heißt, was ist denn dieses Wählerpotenzial der AfD? Was haben wir als Linke damit zu tun? Und ich denke, wir haben sehr viel damit zu tun, weil, ob ich das jetzt Angst nenne oder wie auch immer, ich bin nicht bereit, also halt gleich zu sagen, das sind alles Rechtsextremisten. Leute, guckt euch das, die Untersuchungen an über Wahlbeteiligung und Nichtwahlbeteiligung und das schichtenspezifische Verhalten der Menschen in ihren jeweiligen sozialen Lagen und, und. Und wenn wir das nicht knacken, dass wir diejenigen sind, die an ihrer sozialen Situation, an ihrer sozialen Sicherheit was ändern, dann fallen viele Leute auf Ängste rein und auf Propaganda und, und. Das hatten wir in der Geschichte auch schon mal. Und deswegen ist es für uns, für mich so wichtig, da mehr Substanz anzureichern bei uns, um diese Wählerinnen und Wähler anzusprechen und sozusagen dafür zu sorgen, dass sie A, überhaupt zur Wahl gehen und B, nicht die AfD wählen, sondern möglichst die Linke wählen. So, das ist noch wenig konkret und hat auch jetzt vielleicht mit dem aktuellen Wahlkampf nicht allzu viel zu tun. Aber meines Erachtens hängt sehr viel davon ab, ob wir erfolgreicher da rausgehen und ob wir so ein bisschen den Dunst für uns auflösen und auch für die Wählerinnen und Wähler, was heißt eigentlich ein linkes mögliches Bündnis und welche Rolle sollen wir darin spielen? So, als Nächste wäre dann Franziska dran nach der Quotierung. Dann habe ich noch drei Genossen männlich auf der Liste und dann würde ich Sie, Carsten, du und der Genosse hinter Kurt Neumann. Ja, du bist der Nächste. Dann würde ich die Liste schließen, weil ich glaube, da sind viele Fragen gestellt worden. Er soll auch genügend Zeit haben, darauf zu antworten. Will noch jemand? Möchte noch jemand? Dann würde ich. Okay. Dann schließe ich jetzt mal die Liste für den Saal. Und Franziska, du bist dran. Ja, ich habe noch eine kleine Nachfrage. Und zwar interessiert mich, sind wir als Partei denn bereit dafür, vom politischen Personal her wieder in eine Koalition einzutreten? Und diese Debatte treibt mich schon so ein bisschen um. Einerseits thematisch würde ich sagen, ja, wir haben ein flüchtlingspolitisches Konzept, wir haben ein wohnungspolitisches Konzept, die Fraktion hat das erarbeitet, wir haben ein Personalkonzept. Also ich finde, inhaltlich sind wir da, also zumindest, sage ich mal, machen wir Vorschläge, wie es in Berlin anders laufen könnte. Aber von dem politischen Personal habe ich halt
halt so ein bisschen Bedenken. Wir haben ja auch das Landeswahlprogramm im Landesvorstand diskutiert und da gab es schon so Probleme teilweise, zum Beispiel auch zu sagen, dass es eine Ambivalenz war, damals unter Rot-Rot konsolidiert zu haben, den Haushalt konsolidiert zu haben, aber dass das eben auch schmerzliche Einschnitte waren. Ne? Das gab eine ganz große Debatte darum. Und wenn du sagst, Harald, ja, das ist klar und du siehst es ein und so weiter, dass das eben eine schwierige politische Konstellation, dass wir auch Fehler gemacht haben, aber genau das ist noch nicht bei jedem, sage ich mal, Funktionär oder wie auch immer, so, dass er so frei sagen kann, ja, das würde ich das nächste Mal nicht wieder machen. Das ist eben so eine Angst oder eine Sorge einfach, dass es sein kann, dass wir, wenn man dann in der Regierung ist und wir wissen auch, wie die SPD, dass die SPD jetzt schon eine lange Zeit ohne Unterbrechung regiert, dass es Strukturen gibt, Beharrungskräfte, die einfach da sind, dass die SPD sehr gut vernetzt ist und wir dann sozusagen der Juniorpartner wären und wir eben nicht auf dieselben Ressourcen zurückgreifen können, eben auch nicht, was das politische Personal anbelangt. Und da wollte ich nochmal fragen, wie ihr das seht, ob wir wirklich reif sind, in der Lage sind, dann eben auch Nein zu sagen und zu sagen, das machen wir nicht mit in der Verhandlung und dann eben auch so die Position zu vertreten. Und da wäre natürlich eine Partei hinter uns, die diese Bedingungen so auch formuliert, eine Stütze, ne? Dass man das dann auch sagen kann, können wir leider einfach nicht mitmachen. So, der Genosse neben Ruben, von mir aus gesehen rechts neben Ruben. Zwei Probleme habe ich. Es wurde gesagt, die politische Situation hat sich sehr verändert, und zwar weil sich daraufhin faschistische Gedanken und Bestandteile von faschistischen Gedanken sind weiter verbreitet als damals. Deswegen ist für mich wichtig, die Einheit der Demokraten zu organisieren, dass wir also nicht den Autonomen überlassen, die AfD oder deren Demonstrationen zu sperren, sondern dass wirklich die erwachsenen Leute das erkennen. Das ist da das ein Problem. Das Zweite ist, hier wurde schon gesagt, die SPD. Na, die SPD, für mich gibt es die nicht. Die SPD hat viele Mitglieder und die machen manchmal auch Abstimmungen, wählen dies und jenes. Viele Mitglieder sind Gewerkschafter. Ich habe ein Erlebnis gehabt, der Gewerkschaftstag der IG Bau in Berlin. Es gab zwei Hauptredner, einen von der SPD und einen von der Linken. Und die haben beide den gleichen Beifall gekriegt. Und warum können wir nicht solche Sachen ausnutzen, wo Gewerkschafter zusammenkommen, aufzutreten und zu sagen, was wir wollen, warum wir die Arbeiterinteressen vertreten, zum Beispiel die Beseitigung der prekären Arbeitsverhältnisse oder den Vormarsch auf die 30-Stunden-Woche, damit mehr Leute sich die Arbeitsplätze teilen, die vorhanden sind. Das ist mein Vorschlag und dann sehen wir auch die Sozialdemokraten, ob sie noch Arbeiter sind und ihre Interessen erkennen und wer die vertritt. Dankeschön. Der Genosse Hinterkocht Neumann, du bist das. Ja. Ja, Arthur Mangold mein Name, ich bin auch aus Charlottenburg-Wilmersdorf und ich danke euch für die vielen Pro- und Kontra-Argumente. Und ich habe eine Frage, also vor allem, wenn ich mich da auf Pascal beziehe, hattest du ja auch ganz, ganz deutlich gesagt, dass man die Widersprüche in der Gesellschaft nicht durch eine Landesregierung aufheben kann. Also, aber dass es ein breites Feld gibt oder viel Potenzial gibt, Politik besser zu machen oder vieles in der Stadt besser zu machen. Was ich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, damit übersetzen würde, die Widersprüche in der Gesellschaft zu reduzieren oder halt auf jeden Fall das Auseinandergleiten praktisch aufzuhalten, zu verlangsamen, was ja dann auch bedeutet, diese Widersprüche mitzutragen. Und wenn, also mir ist es vollkommen bewusst, solche Widersprüche zu benennen, gibt einen oder bringt einen auch schnell auf dieses Feld, dass das man mir leicht jetzt irgendwie realitätsferne Populismus, Vereinfachung oder sonst was vorwerfen könnte. Deswegen will ich das eher als eine Frage formulieren. Also eben halt dann doch sehr vereinfacht gesagt, aber vielleicht wird deutlich, worauf ich hinaus will. Zum Beispiel so eine Forderung für mehr Polizei
weil das die BürgerInnen halt so wünschen, würde ja auch bedeuten, es mag jetzt für manche vielleicht irgendwie ein bisschen weit hergeholt wirken, aber das würde ja auch bedeuten, mehr Schutz des Privateigentums an Produktionsmitteln, was ja aus linker Perspektive der Befreiung der Lohnabhängigen aus ihren ökonomischen Zwängen halt entgegenstehen würde. Und da ist mir jetzt durchaus bewusst, dass ich dann sehr schnell in der Schublade lande, so, ach, der ist prinzipiell anti und der ist immer dagegen. Aber mir geht es eigentlich um was anderes und ich möchte eine Frage formulieren. Also gibt es denn eine Argumentation oder ein Konzept für den Umgang mit so einer Situation, wenn zum Beispiel eine Hausbesetzung stattfindet und wir in der Regierung sind und dadurch dann auch mittragen müssen, dass dieses Haus zum Beispiel geräumt wird? Also das heißt, es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, so Regierungsbeteiligung ist immer blöd und das ist alles scheiße, weil wir die Widersprüche in der Gesellschaft nicht aufheben können, sondern es geht nur darum, diese Widersprüche sind da. Und wenn wir in die Regierungsbeteiligung gehen, in dem Bewusstsein, dass wir diese Widersprüche nicht aufheben können und dass das alles viel differenzierter ist und eben nicht einfach so in einem Satz zu erklären ist, die Gesellschaft, wie gehen wir dann damit um, mit so einer Situation? Also sind diese Menschen für unseren Kampf dann nicht so wichtig, diese AktivistInnen? Oder führen sie gar nicht unseren Kampf? Oder, also wie gehen wir damit um? Das würde mich einfach interessieren, als Frage formuliert und nicht als Welterklärung meinerseits. So schlau schätze ich mich nicht ein. Carsten Schulz. Ja, Carsten Schulz, Tempelhof Schöneberg. Ich wollte euch fragen, aber auch dem Harald nochmal ganz speziell für die Landesebene, wie wir eigentlich die Schere schließen wollen zwischen unserem Wählerpotenzial, was wir bei Bundestagswahlen gewinnen, und auch dem bei Landtagswahlen. Ich kenne eine ganze Reihe von Genossinnen und Genossen, übrigens nicht nur in den Westbezirken, die immer noch sehr unmotiviert sind, sich am Wahlkämpfen zu beteiligen, beziehungsweise auch Genossinnen und Genossen, auch an der Basis in den Ostbezirken. Also ich glaube, die Frage, es ist zwar gut, dass wir Workshops machen zur Erarbeitung von Wahlprogrammen, wo man aber dann natürlich auch sehen muss, sind diese Wahlprogramme dann auch wirklich griffig und wofür die breite Wählerschaft, das ist die eine Geschichte. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir in einem Wahlprogrammentwurf reinschreiben, dass wir zu einer Regierung bereit sind, da müssten wir aber sozusagen den Wert der gesellschaftlichen Opposition, den wir ja nun ja nur als bundesweite Kraft irgendwo auch darstellen, sozusagen ja da auch mit deutlich machen. Also die Variante, in die Opposition zu gehen, darf da nach meinem Dafürhalten nicht unterfallen. Noch ein letzter Punkt. Neben dem Kampf also gegen Verdrängung in den Innenstadtbezirken dürfen wir die Neubaugebiete nicht vergessen. Ich sehe auch in Marienfelde, das war schon bei den letzten Wahlen, also einen ziemlichen Trend, dass auch Leute, die auf unsere Veranstaltung gehen, sich überlegen, AfD zu wählen. Also Mieterinnen und Mieter zum Beispiel in Neubaugebieten. Und ich finde wichtig, dass man da auf jeden Fall gegen Stellung bezieht und sich auch klar abgrenzt, aber trotzdem um deren Interessen auch weiterkämpft. Und das ist auch nochmal wichtig, dass wir eine Partei für die ganze Stadt sind und nicht nur für die Innenstadtbezirke. Also Innenstadtbezirke schon, wenn es um Verdrängung geht, aber nicht nur um immer sozusagen nach neuen sozialen Milieus zu gucken, sondern wirklich auch eine Interessenvertretung gerade der Ausgegrenzten auch darzustellen. Und wir werden auch Schwierigkeiten haben, also viele Wählerinnen und Wähler, die uns wegen der Hartz-Gesetze gewählt haben, überhaupt nochmal für den Wahlkampf zu motivieren. Ich sage das auch ganz freimütig, auch von Hartz IV Betroffene in meinem Bezirksverband stellen sozusagen die Sinnhaftigkeit in Frage. Also da müssen wir sozusagen auch um einiges sozusagen zulegen, auch in der klaren Positionierung. Hartz IV muss weg. So, als letzter in der Diskussion im Saal spricht der Genosse dort hinten neben Sandra. Ja, Stefan, linke Mitte. Ich wollte noch mal auf einen kleinen Punkt angehen, der angesprochen worden ist vorhin, dass die Wähler wollen, dass wir in eine Regierung gehen. Und das ist ein Argument, was immer eigentlich bei sämtlichen Fragen, geht eine linke Partei in eine Regierung oder nicht, ist immer der Punkt, unsere Wähler wollen Veränderung. Die Veränderung wird in der Regierung erreicht, deshalb müssen wir es umsetzen. Und ich mag nicht widersprechen, dass es vielleicht wirklich so ist, dass unsere Wähler das wirklich wollen. Aber der Punkt ist, dass unsere Aufgabe aber auch während des Wahlkampfes sein muss, deutlich zu machen, ein anderes produktives Angebot zu machen,
über die Oppositionsarbeit zu sagen, welche positive Rolle, welche aktive Rolle kann denn Opposition spielen, anstatt sich jetzt ständig einen Kopf drüber zu machen, wie können wir in irgendeiner Weise produktiv regieren und anstelle dessen zu sagen, wie können wir produktiv opponieren. Und das Endpunkt wäre zum Beispiel wirklich die bis jetzt immer noch wackelige Position zu den außerparlamentarischen sozialen Bewegungen, die sicherlich auch nicht mit uns reden wollen oder wie auch immer, also wo wir keinen festen Draht haben, das über eine Oppositionsarbeit einfach zu verfestigen, dass wir wirklich auch ein Sprachrohr dieser Bewegung im Parlament sein können und eben auch von allen anderen Leuten, die eben sonst keine Stimme haben, über die etablierten Parteien. So, ich danke euch erstmal für die solidarische und kultivierte Diskussion. Wir würden jetzt nochmal dem Podium ein bisschen mehr, so ich würde mal sagen 8 Minuten Zeit geben. Ihr habt euch die Fragen ja notiert, die an euch gestellt worden sind. Möchte noch, damit das nicht verloren geht, so 2 konkrete Fragen am Anfang von der Genossin, die zuerst gesprochen hat, nach den umweltpolitischen Vorstellungen und warum die Wohnungen abgerissen worden sind, dass ihr bitte da auch noch darauf eingeht. Aus der so ein bisschen rausgezogen aus der Diskussion habe ich auch die Frage von Regierungsbeteiligung. Da gab es so die Diskussion auf Landes- und Bundesebene, ist das dasselbe? Kann das dazu führen, dass eine Partei wie Refondation wie an die Existenz gebracht wird? Ist das dasselbe auf Landes- und Bundesebene? Dann die Frage nach der normativen Kraft des Faktischen, der berühmten. Also man kann ja guten Willens sein, aber nützt das was, wenn man dann drin ist? Und dann die Frage der Differenzierungsprozessen bei Sozialdemokraten und Grünen. Ich möchte dir als Moderator noch mal sagen, dass ich das sehr positiv finde, wenn eine Partei über eine Regierungsbeteiligung diskutiert und dann linke Kräfte aus anderen Parteien und politischen Bewegungen sich an unserer Diskussion beteiligen. Ich finde, das sollte man auch noch mal würdigen, also auch noch mal, dass du gekommen bist und dich an unserer Diskussion beteiligt. Das ist immer das Problem hier, wer anfängt. Ich würde mal das andersrum lösen. Wer noch nie der Letzte oder die Letzte war, ist jetzt die Letzte, ist Lucia. Und dann müsstest du jetzt anfangen. Und dann, Pascal. Ja? Okay. Also bitte geht drauf ein auf die Fragen. Wenn du auf Rot drückst, kann ich nicht reden. Also zumindest, oder ich mache es richtig laut, aber ohne Mikro. Also ich versuche mal, Sie waren ja nur relativ wenig Fragen direkt an mich gestellt worden, dann ganz am Schluss, da gehe ich auch gleich am Anfang ein. Ich will mal nochmal beginnen mit dem, was Carsten Schulz gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung mit der AfD zentral sein wird an einigen Stadtteilen und dass wir da auch eine klare Position beziehen müssen und vor allen Dingen, dass meine feste Überzeugung auf die extrem unsoziale Grundlinie neoliberal Politik, die AfD ja hinter ihrem offenkundigen Rassismus auch sonst noch so mit sich trägt, verweisen müssen. Also das wird eine ganz zentrale Aufgabe sein, dass sie eben nicht die Politik für die kleinen Leute, für die Normalverdiener macht, sondern offenkundig einen Sozialstaatsabbau vorantreiben will, noch viel, viel radikaler, als das die neoliberalen Parteien in den letzten Jahren getrieben haben, dass sie da einer Illusion aufsetzt, irgendwie, dass das alles irgendwie der freie Markt regelt. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich machen, dass sie Hartz-IV-Empfänger im schlimmsten Fall das Wahlrecht aberkennen wollen und so weiter und so fort. Zweiter Punkt zu der konkreten Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, ich versuche sie zu reformulieren. Also der erste Teil war, bin ich dafür, dass wir, egal in Regierung oder Opposition, dazu beitragen, die gesellschaftlichen Widersprüche zu verringern? Ja, zumindest so wie ich das verstehe. Also ich will aus der Opposition, aus der Regierung dafür beitragen, dass die extreme Spreizung zwischen Arm und Reich in diesem Land sich verringert. Also ohne Abstriche. Das heißt auch, dass das nicht unbedingt dann bedeutet, dass der Kapitalismus überwunden wird. Aber ja, ich will auch im Kapitalismus für soziale Veränderungen kämpfen, auch wenn ich mir die Überwindung des Kapitalismus sehr wünsche und auch dafür kämpfe. Ich bin Reformist, radikaler Reformist mit einer Transformationsperspektive und wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann gerne auch sozusagen den kompletten Bruch. Aber momentan sind wir nicht in der Situation und ich kämpfe um jede kleine Verbesserung für die Menschen in diesem Land, zumindest für die Mehrheit. Zur Rolle der Polizei, ja gut, da können wir jetzt theoretisch sehr lange drüber diskutieren. Ich halte das, wenn ich es richtig verstanden habe, die
Beschreibung sozusagen der Funktion der Polizei in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft für einen, ist jetzt ein bisschen, klingt arrogant, aber ein bisschen verkürzt, weil natürlich die Polizei eine Vielfachfunktion hat. Also wer sozusagen zu der ganz orthodoxen Variante kommt, dass die Polizei allein deswegen existiert, damit sie sozusagen die Eigentumsverhältnisse in diesem Land aufrechterhält, ich glaube, das entspricht nicht ganz den Funktionen. Und jeder, der irgendwann mal in der Situation ist, dass Leib und Leben bedroht sind, ist, glaube ich, in der Regel relativ froh, dass er auch auf die Polizei zurückgreifen kann. Und wenn er irgendwo im flachen Land ist, wo irgendwie plötzlich so viele Polizeistellen abgebaut wurden, dass die Polizei nach einem Notruf anderthalb Stunden braucht, bis sie kommt, der freut sich darüber. Und das ist der einfache Arbeit, die einfache Angestellte, die sich darüber freuen. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Position. Und das Problem mit dem Schutz des Eigentums, ja, das ist, die haben auch die Funktion, den Schutz des Eigentums. Die haben auch den Schutz, die Rechtsordnung zu schützen. Das Problem ist doch nicht, dass die Polizei die schützt, sondern dass die Eigentums- und Rechtsordnung ist, wie sie ist. Also müssen wir die Eigentums- und Rechtsordnung ändern und nicht die Polizei dafür kritisieren, dass sie die bestehende Rechtsordnung verteidigen. Und das brauchen wir, müssen wir ändern, dafür brauchen wir gesellschaftliche Mehrheiten, um eine tatsächlich auch Vergesellschaftung, eine relevante Vergesellschaftung, die ich immer anstrebe, sozusagen zu realisieren, haben wir die Mehrheiten zurzeit nicht. Für die müssen wir weiterhin kämpfen. Zu den konkreten Sachen nochmal, Titel des Ganzen, Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot in Berlin. Also ich war einer der schärfsten Kritiker, glaube ich, immer irgendwie, was 2001 bis 2011 gemacht hat. Und ich habe, also es geht ja überhaupt nicht um Lust, ob man das gut findet oder nicht, sondern die Frage ist, was objektiv auf uns zukommt. Und ich glaube, dass die Fragen, die der Genosse von Marx 21 da formuliert hat, Entschuldigung, ich weiß deinen Namen nicht, hilf mir, das sind genau die Fragen, die mich auch umtreiben. Also ich will es dir überhaupt nicht leicht machen. Ich habe versucht, eine Doppelstrategie, du hast das richtig wiedergegeben, zu formulieren. Und ob die funktioniert, ich kann das nicht, in irgendeiner Form könnte ich das nicht versprechen. Und ich finde, wir müssen uns da auch alle sehr, sehr klar sein, dass es da auch um viel gibt. Weil wenn wir an der Stelle versagen, ist das eine Steilvorlage für eine rechte Opposition, die dann sozusagen sagt, wenn die Linken es nicht machen, machen es die anderen. Das hat Georg auch, finde ich, sehr richtig beschrieben. Also, deswegen, was die Genossin von der B. Tempelhof-Feld gesagt hat, ist entscheidend. Wir müssen als Linke deutlich machen, dass wir anders sind als die anderen. Wir müssen mit unseren politischen Positionen, mit unserem politischen Profil da reingehen. Da gehört auch dazu zu sagen, nein, mit uns würde es eben kein Gesetzesänderungen geben, die den Volksentscheid Tempelhofer Feld rückgängig macht. Mit der SPD und der CDU geht das, aber die SPD könnte das nicht mit einem anderen Regierungspartner möglicherweise machen. Die Frage ist, haben wir das Rückgrat? Das ist die entscheidende Frage, im Zweifel das auch durchzuhalten. Und sind wir in der Lage, ich sage das nochmal, dann doch, es ist der Versuch einer Doppelstrategie, auch außerparlamentarisch zu agieren. Und da ist das, was Georg, andere haben es gesagt, was teilweise dann beim letzten Versuch gelaufen ist, nicht gut gewesen, wo wir uns gegen die gestellt haben. Wir müssen eine Doppelstrategie auch zwischen Partei und möglicherweise Regierung etablieren. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ich habe ja sozusagen auf ein kleines Druckmittel vorhin schon verwiesen. Ich will es jetzt nicht verweisen, was letztlich in den Jahren 2001 bis 2011 nicht existierte, was man sozusagen noch an Instrumenten hat, um innerparteilich da möglicherweise auch ein bisschen mehr, sage ich mal, dort, wo es sozusagen eine Verselbstständigung in der Regierung gibt, und die gibt es immer bei allen Parteien, das ist ja auch historisch nachgewiesen, um der was entgegenzusetzen. Und dann bleibt die große historische Frage, ist die Situation in Griechenland mit der unsrigen, sage ich mal, zu vergleichen? Ich glaube, das ist sie nicht in der Form, obwohl einige Fragen sich genauso stellen. Natürlich ist die Situation im Ticken anders. Wir haben andere Spielräume hier, als die griechische Regierung sie hatte. Ich finde, die erste Voraussetzung, dass man was anders machen will, ist schon das Wollen. Das ist nicht die notwendige, aber notwendige Voraussetzung. Ich habe das ja mit dem Topos progressive Entstaatlichung vorhin benannt. Ich glaube, dass das Anfang 2001 folgende nicht auch immer bei uns, bei allen, die damals dabei waren, so klar waren. Ich glaube, es hat sich geändert. Das Wollen ist klar. Wir wollen eine andere Politik. Wir wollen keine Privatisierung mehr. Aber die Frage, wie sind die Kräfteverhältnisse? Da geht es um diejenigen, die außerparlamentarisch Druck machen können. Kriegen wir eine Doppelstrategie hin oder nicht? Und wie verhalten die sich so? Aber mit Eigenständigkeit. Und wenn wir jetzt im Wahlkampf den Fehler machen würden, zu sagen, wir kämpfen für eine Konstellation mit der SPD, die in den letzten Jahren versagt hat, wäre das ein Fehler. Wir halten uns diese Frage offen und ich hoffe, dass wir das auch im Wahlkampf sehr, sehr deutlich machen. Weil je nachdem, was wir tatsächlich durchsetzen, müssen wir tatsächlich dann gucken, ob wir springen oder ob wir nicht springen. Und letzte Bemerkung sozusagen, weil das ja entscheidend ist, die ganz, ganz entscheidende Frage ist, weil es für die Partei auch existenziell ist, ist, ob wir tatsächlich uns die innerparteiliche Demokratie auch bewahren,
Und da ist, sage ich mal, das griechische Beispiel, die Verfasstheit von Syriza, der griechischen Partei, ist sozusagen ein Minitekel, weil sozusagen, so wie Syriza sozusagen funktioniert, war klar, sobald sich kritische Stimmen, Opposition in Syriza bildet, werden die unterm Strich sozusagen, nicht ganz, entweder rausgeschmissen nach altem leninistischen Prinzip sozusagen, oder aber sie werden zumindest nicht wieder aufgestellt, weil sie ein System haben, wo der Parteichef im Grunde entscheiden kann, wie die nächste Liste aussieht. Und das sozusagen ist natürlich ein Problem. Dann dort, wo sich kritische Stimmen melden, die sozusagen komplett auszugrenzen. Das darf in keinem Fall, egal wofür wir uns entscheiden, passieren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch entscheidend, dass bis zu einem gewissen Grad, bei allem Respekt, was die Genossinnen und Genossen, die bisher im Abgeordnetenhaus vertreten sind, geleistet haben, wir es auch schaffen, in das kommende Abgeordnetenhaus Genossinnen und Genossen zu bekommen, die bisher vielleicht mit neuen Ideen von außen reinkommen, die aber auch bis zum gewissen Grad vielleicht noch eine etwas unabhängigere Position haben, die verankert sind in Bewegungen und die auch ein bisschen sozusagen vielleicht in der Diskussion auch mal sagen, nee, also da ist eine Grenze überschritten, da machen wir nicht mit und die Debatten dadurch ein bisschen anders schieben. Das wird die große Herausforderung sein, weil wir auch ja nicht nur ein Wahlprogramm beschließen, sondern auch Personal auf dem Landesparteitag im März zu wählen haben. Und ich hoffe, dass wir da eine gemeinsame Lösung kommen, wo auch solche Genossinnen und Genossen, insbesondere aus den Westbezirken, auch dann im künftigen Abgeordnetenhaus vertreten sein werden. Danke. Jetzt Harald. Also es gab einmal die konkrete Frage danach, was wir umweltpolitisch vorschlagen. Ich will jetzt nicht die ganze Palette auflisten, aber zum Beispiel zum Thema Energie machen wir umfangreiche Vorschläge. Wir wollen, dass aus dem Stadtwerk, das im Volksentscheid gefordert wurde, ein wirkliches Stadtwerk wird im öffentlichen Eigentum, das die Energiewende vorantreibt und erneuerbare Energien ausbaut. Wir wollen, dass der CO2-Ausstoß gesenkt wird. Wir wollen, dass die Netze ins öffentliche Eigentum kommen. Und wir sprechen uns im Wahlprogramm für eine Verkehrswende aus, die den motorisierten Individualverkehr mit seiner Erzeugung von Feinstaub, von CO2-Ausstoß zurückdrängt zugunsten des Umweltverbundes von Fußgängern, Fahrradfahrern und öffentlichem Personennahverkehr. Als ein konkretes Beispiel. Wir haben noch viele andere umweltpolitische Themen im Wahlprogramm, Kohleausstieg etc. etc. In Berlin, weil wir verfeuern immer noch Kohle. Das sind eine ganze Reihe von Themen. Jetzt zur Regierungsfrage. Ich stimme völlig zu, was du gesagt hast, dass die Formulierung guter Absichten nicht ausreicht, sondern dass nach wie vor der Satz stimmt, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen und guten Absichten gepflastert ist. Sondern man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man in die Regierung eintritt, begibt man sich in ein extremes Spannungsverhältnis, in ein widersprüchliches Feld und das wird nicht konfliktfrei sein für eine linke Partei. Das mag vielleicht für eine konservative Partei konfliktfrei sein, also jedenfalls die hat dann andere Konflikte als wir. Das ist völlig klar. So, worum es mir geht, ist zu sagen, man muss sich darüber bewusst sein, in welches widersprüchliche Feld man sich begibt, in welche Gefahren man sich dabei begibt und welche Risiken man dabei eingeht. Ich glaube übrigens, dass die Syriza-Leute relativ naiv an das Thema rangegangen sind und geglaubt haben, dass sie mit dem Kraft des Arguments sozusagen die ökonomische Rationalität bei der Troika durchsetzen können. Das ist schon ganz anders nicht gelungen. Aber das ist ein anderes Thema, das man mal im Detail diskutieren müsste. Man kann dem Problem aber nicht entrinnen, indem man sagt, wir gehen nie und niemals in eine Regierung. Sondern wir sind, naja, ich weiß, dass das nicht alle sagen, aber es gab eine Reihe von Beiträgen, lasst das doch einfach sein. Und ich glaube, das ist keine Lösung. Weil es in der Tat so ist, dass Wählerinnen und Wähler mit einem unterschiedlichen Bewusstsein über Kapitalismus, über Staat und all diese Themen, die uns wählen, weil sie sagen, wir wollen eine gesellschaftliche Veränderung.
Und wir wollen, dass ihr jede Möglichkeit zur gesellschaftlichen Veränderung und zur Verbesserung nutzt und sei sie auch noch so bescheiden. Wir wollen gleichzeitig, dass ihr nicht gegen unsere Interessen agiert. Das ist erstmal die Grundhaltung. Der kann man sich nicht frontal entgegenstellen. Wenn man einen Wahlkampf führt und sagt, wir gehen nie und niemals unter keiner Bedingung in die Regierung, weil das ist ein bürgerlicher Staat und der bürgerliche Staat Lucia ist ein Gefängnis und wir wollen nicht ins Gefängnis, wir sind nicht bei Monopoly, wo man ins Gefängnis geht und dort seine Ruhe hat, sondern im Gegenteil, dann werden die Wählerinnen und Wähler sagen, jedenfalls ein großer Teil, außerdem, sage ich jetzt mal, antikapitalistisch überzeugten und gehärteten Teil der Wählerschaft, der aber in der Regel nicht ausreicht, also jedenfalls unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen, um uns über 5% zu bringen, werden irgendwann, und zwar relativ schnell, die Wählerinnen und Wähler sagen, warum sollen wir euch wählen? So, deshalb, glaube ich, muss die Frage entschieden werden, ob man in eine Regierung geht oder nicht, an der Frage der Inhalte. Nämlich daran, dass man im Wahlkampf sagt, und deshalb bin ich auch dagegen, dass man im Wahlkampf von unserer Seite aus irgendwie den Gestus hat, wir wollen unbedingt in die Regierung. Nein, sondern wir sollen sagen, wir haben beide Optionen offen. Wir streiten im Wahlkampf um unsere Inhalte. Und wir haben, und da stimme ich zu, ich glaube, Ruben hat es gesagt, das ist nicht alles gleichgewichtig, sondern wir müssen Schwerpunkte formulieren und sagen, das sind für uns Essentials, die wollen wir umsetzen. Da muss man dann nochmal um die konkrete Ausgestaltung reden und diskutieren. Das wird auch nicht so sein, dass Essential ist 100.000 und die Bandbreite ist plus minus 5 und alles, wenn es plus 6 oder minus 6 ist, dann geht es nicht, sondern das wird eine Gesamtbewertung sein, aber man muss Schwerpunkte haben. Wir haben in unserem Wahlprogramm zum Beispiel die Forderung drinstehen, dass in Zirkussen keine wilden Tiere mehr in Aufführungen teilnehmen dürfen, dass das verboten werden soll. Glaube ich, mag sein, dass das SPD-Position ist, aber ich sage, es würde mir nicht reichen, wenn wir uns mit euch darüber verständigen können für eine Koalition. Und ich würde es daran auch nicht scheitern lassen, wenn wir uns mit euch darüber nicht verständigen könnten. Weil das wäre für mich jetzt nicht die entscheidende gesellschaftliche Frage. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass wir da die Punkte definieren müssen und versuchen müssen, die auch zum Schwerpunkt im Wahlkampf zu machen, weil wir müssen gesellschaftliche Unterstützung dafür organisieren, in Bündnissen mit anderen. Und das müssen auch, sagen wir mal, Themen sein, die eine Stimmung aufgreifen, wo, und das ist, wenn ich vorhin gesagt habe, und andere, wir müssen Druck auf die Sozialdemokratie ausüben, ist das nicht der Ausdruck von frontaler Gegnerschaft, sondern dann ist das auch das Bestreben, Leute wie dich und die eine linke Position haben innerhalb der Sozialdemokratie, zu stärken, mit zu unterstützen, mit denen zusammen gemeinsam darauf hinzuwirken, dass sowas in ein Regierungsprogramm übergeht. So, und wenn wir feststellen, das reicht nicht, dann kann man das auch vor der Wählerschaft vertreten. Aber Voraussetzung dafür ist, dass man die entsprechende Unterstützung dafür hat. Und das, glaube ich, so muss man an die Regierungsfrage drangehen. Und letzter Punkt. Also, ich bin alles andere als regierungsgeil. Und wenn es um die Frage von Sympathie oder Nicht-Sympathie geht, also was mein persönliches Wohlbefinden angeht, ist es mir in der Opposition auch lieber. Fühle mich da persönlich wohler, das Leben ist leichter, es ist angenehmer und man muss sich nicht so vielen Widerspruchsfeldern aussetzen, obwohl wir in unserer Partei genug Widersprüche haben. So, trotzdem sage ich, man wird sich dem nicht entziehen können, diese Auseinandersetzung und dem Ringen darum. Und ich glaube, wir können uns innerhalb der Partei, wenn es uns gelingt, auf die Schwerpunkte zu verständigen. Und was sind die wesentlichen Themen, wo wir sagen, das sind die Punkte, wo man einen Durchbruch erzielen kann für einen Politikwechsel. Politikwechsel heißt nicht Überwindung des Kapitalismus. Politikwechsel heißt nicht, dass Berlin zu einem Leuchtturm des antineoliberalen Widerstandes wird.
Das wird alles nicht passieren. Aber wir werden in der Lage sein, wenn wir das durchsetzen, eine andere Entwicklungsrichtung innerhalb der Stadt einzuleiten. Und wenn wir das nicht durchsetzen können, sagen wir, dann sind wir in der Opposition und es ist uns gelungen, im Wahlkampf für diese Ideen zu werben. Und das werden wir dann auch nach den Wahlen tun und werden die Instrumente der Opposition ausnutzen. Ich glaube, so muss man da rangehen. Und der Versuch Doppelstrategie, klar, das ist total widersprüchlich. Da sind unheimlich viele Gefahren und Risiken drin. Das ist kein einfacher Weg. Das wird auch innerparteilich schwierig. Ich habe das doch selbst erlebt und habe da auch selbst Fehler gemacht. Aber ich glaube, man kann sich aus diesen Widersprüchen nicht rauskatapultieren. Man muss sie aushalten und man muss versuchen, eine Bewegungsform darüber zu diskutieren. Und vor allen Dingen muss man sich hüten innerhalb der Partei, die einfachen Lösungen zu wählen, nämlich einfach zu sagen, wir katapultieren uns da ganz raus oder sagen, Regierung ist das Allerschönste und überhaupt kein Problem. Doch, es ist ein Problem, aber das andere ist auch ein Problem und das müssen wir aushalten. Darf ich? Lucia, auch 8 Minuten. Genau. Ich finde schon, dass wir darüber reden müssen, ob wir grundsätzlich in die Regierung gehen. Also du hast ja gesagt, keiner behauptet das. Rosa Luxemburg sagt, es gibt eigentlich... Ich habe gesagt, nicht alle. Nicht alle, ja. Ich sage, ich habe damit ein grundsätzliches Problem. Ja? Und so, und deswegen finde ich trotzdem wichtig, dass wir es konkret argumentieren. Warum es in der konkreten Bedingung? Also ich finde, es gibt grundsätzliche Probleme damit, was Rosa Luxemburg sagt, wir können sozusagen im Parlament kannst du, auf der Oppositionsbank kannst du Klassenkampf unterstützen, auf der Regierungsbank kannst du es nicht. So, das ist nicht möglich. Das merken auch die Syriza-Leute. Ja? So. Und wenn du aber sagst, die hatten ja auch schon damals Diskussionen über die gleiche Frage. Ja? Linke Sozialisten, sollen wir da in die Regierung eintreten? Und ich denke auch, dass der bürgerliche Staatsapparat ist ein Problem. Und es ist ein Problem. Also ich sehe die Polizei sozusagen auch in der sozialistischen Gesellschaft würde es sozusagen Ordnungsfunktionen ja geben oder sowas. Also sozusagen, ich sehe das nicht nur positiv, wenn jetzt alle Polizeiwachen in Brandenburg geschlossen werden, aber wir müssen ja sagen, dass die Polizei aktuell tatsächlich die Eigentumsverhältnisse aufrechterhalten muss, so auch, hast du ja auch gesagt. Ne? Und dass natürlich Polizeigewalt ein Problem ist. Und die Grünen hatten damit ein tierisches Problem, wenn unter ihren ersten Regierungen sozusagen dann auch Leute von Wasserwerfern getroffen wurden, in Hessen 85 gestorben sind, die Grünen aber mit angeschafft hatten. Ja? So, und ich denke, das ist ein Problem. Also wir können die Polizei nicht kontrollieren, sie tickt nicht nach unseren linken Gesetzen, aber wir werden trotzdem dann dafür verantwortlich gemacht. Und ich bin heilfroh, dass die hessische Linke nicht in die Regierung gegangen ist, an der Regierung war, als die Blockupy-Proteste zum Beispiel geknüppelt wurden. Also ich finde, das ist tatsächlich ein Problem. Und uns wurde jetzt die ganze Zeit argumentiert in den ganzen Tempelhofer Feld-Auseinandersetzungen von den Sozialdemokraten in Neukölln, wir können nicht ans Eigentum ran. Also was ihr vorschlagt mit Leerstand, Beschlagnahmen und so weiter und so fort, ist nicht möglich. Wir müssen sozusagen das Eigentum schützen und dafür gehen wir natürlich an die Rechte der Flüchtlinge ran und ans Tempelhofer Feld und an alles andere. Ja, damit haben wir kein Problem, sage ich jetzt mal. Aber das ist die Eigentumsordnung, die hier auch vertreten wird von führenden Sozialdemokraten in dem Fall. Ja, oder die sich dafür halten. Ja. Genau. Und deswegen habe ich ein grundsätzliches Problem damit, weil wir da unseren Handlungsspielraum und den Handlungsspielraum unserer sozusagen Klasse nicht vergrößern können. Und wir können ihn aber in der Opposition vergrößern. Und das ist das Entscheidende. Das Kita-Volksbegehren hat 80 Millionen oder so erreicht. Ich meine, genau, es kann auch 90 gewesen sein. Ja? Das hat sozusagen Geld dem Senat, dem damals Rot-Roten, aus der Tasche geleiert. Auch der Studentenstreik hat die Kürzungen von, ich glaube, 100 auf 75 Millionen gedrückt. Ja? Aber immerhin keine Studienkonten. So, wir können darüber tatsächlich finanziellen Spielraum erreichen. Auch wenn wir jetzt den Vivantes-Streik, sollte es zum Streik kommen, für die Wiedereingliederung in die Tarifbindungen, in den öffentlichen Dienst und so weiter unterstreichen, da können wir tatsächlich mit den Leuten auch Gelder rausholen. Auch der GDL-Streik hat ja Gelder rausgeholt, ja? Oder andere. Aber tatsächlich auf der Regierungsbank ist es so, dass tatsächlich
tatsächlich, auch wenn die Linke in der Regierung ist, kein Cent mehr in der Kasse ist zunächst und die SPD am Drücker und erstmal der Druck nicht da ist, warum man jetzt mehr Geld rausrücken soll. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Linke an der Regierung nicht gegen ihre Grundsätze operieren kann. Also, und das ist, es wurde ja immer gesagt, auch beim ASOG, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Polizeiüberwachung und so weiter, die Rot-Rot ausgeweitet hat. Wir alle haben gesagt, das ist schlecht, das wollen wir nicht, das war nicht im Koalitionsvertrag etc. Aber alle haben gesagt, wir können es jetzt an der Stelle nicht platzen lassen. Ja, und ich finde es falsch. Die Linke kann nicht wieder ihre Grundsätze arbeiten, weil sie sich dann selber kaputt macht. Das merkt man auch in den Braunkohlegebieten in Brandenburg, wie die Linke da sozusagen, da kann sie den ganzen Parteiaufbau der letzten 20 Jahre jetzt die Scherben zusammenkehren, ja, nach der Zustimmung zu den neuen Tagebauen. Und das ist das Entscheidende, dass wir über eine, wenn wir unsere Grundsätze verletzen, und das ist das, was wir nicht machen dürfen, und ich glaube, ich kann mir keine Koalition vorstellen in Berlin, an der wir das nicht tun müssen. Das ist das, da fehlt mir die absolute Fantasie. Selbst wenn die zu Positivlisten zustimmen, dann sagen sie, ihr müsst der A100 zustimmen und einem Flughafenausbau. Ja, dann sind wir sozusagen politisch tot in bestimmten Gebieten Ostberlins, wenn wir das machen würden, der A100 nächsten Bauabschnitt zustimmen. Es war richtig, dass die Grünen das nicht gemacht haben. Die Grünen haben es platzen lassen an der Frage. Ja, das könnten wir, also da könnten wir die ökologische Frage, dann können wir noch so schöne ökologische Forderungen haben, wenn wir das mitmachen, Ende der Spende. So. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Und ich denke, das Hauptproblem ist, dass wir uns als Partei damit schädigen. Und ich sehe das mit dem Parteiaufbau tatsächlich als eine langfristige Angelegenheit, wo wir gegen dieses System, weil dieses System ist nicht kontrollierbar, es ist nicht zähmbar, es ist krisenhaft, es bringt tatsächlich, es schafft den Nährboden für die Rechten. Und tatsächlich müssen wir es überwinden. Und ich sehe nicht, wie wir es anders überwinden sollen, als auch durch den Aufbau einer linken Kraft. Und wir schädigen sie tatsächlich nachhaltig, wenn diese Partei nicht unterscheidbar ist und nicht an ihre Grundsätzen festhält. Und trotzdem finde ich, dass wir einen Eintritt in die Regierung oder Nichtregierung konkret jedem Wähler und auch den Wählern der SPD und auch der SPD-Linken nachvollziehbar erklären müssen können. Ja? Und deswegen finde ich das richtig, das konkret an der Frage der Finanzen und an der Frage eines sozialen Ausbaus festzumachen und tatsächlich da dann auch, ich finde das alles richtig, was Harald gesagt hat, zu der Qualität dieser Wohnungen, aber wir hatten in der ursprünglichen Fassung mal Rückkauf, Neubau und Ertüchtigung mit drin, dass 100.000 Sozialwohnungen dadurch nicht nur neu gebaut werden, sondern auch zurückgekauft werden, zum Beispiel die GSW, was wiederum dann ein Vorrat an billigen Wohnungen in der Zukunft ist, weil die sich nicht hoffentlich dann nicht verteuern. Und deswegen finde ich das richtig. So, habe ich eigentlich alles gesagt, wir können keine Kröten schlucken. Schlucken für uns sind die nicht verdaulich, leider. Gefängnis, genau. Mit dem Gefängnis habe ich nicht den bürgerlichen Staat gemeint, obwohl das vielleicht auch eins ist, aber ich meine tatsächlich den Senat und die Koalitionsfrage, weil du hast einen Koalitionsvertrag, der andere legt immer noch eins drauf und noch eine Forderung oder so, ja? Aber du kannst dich nicht davon verabschieden. Das ist das, also man muss dann ja auch die Kompromisse, wie du es beschreibst in deinem Artikel, auch der eigenen Partei verkaufen. So, und man hat dann nur einen gewissen Spielraum. Und das meine ich eigentlich mit Gefängnis, diese Koalitionsfrage, dass man dann gebunden ist und nicht den Druck auf die SPD ausüben möchte in jeder Frage, in der man das möchte, weil man kann nicht permanent im Konflikt stehen. Das ist nicht möglich. Und ich denke, manchmal gibt es Freigang. Ja, genau. Und ich denke, das ist genau der entscheidende Knackpunkt mit dem Wasser. Hätte die Linke auf dem Parteitag unserem Antrag aus Neukölln zugestimmt, wir haben immer das Wasservolksbegehren unterstützt, hätte sie es gemacht, wäre die rausgeflogen. Also bin ich mir 100% sicher, es hätte keine gemeinsame Broschüre mehr geben können, die der Senat an jeden Haushalt schärft, wo SPD und Linke gesagt haben, stimmt mit Ja es, oder mit Nein. Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war. Ja? Mit Nein, glaube ich. Ja? Das hätte es nicht geben können. Oder man wählt die Variante der SPD, Parteitagsbeschluss, ist doch uns egal, die Senatoren machen was sie wollen. Das ist ja sozusagen, was bei der SPD immer läuft. Ja? Und das ist ja auch nicht die Lösung. Aber dass man sozusagen in Konflikt kommt und dass der Konflikt ausgetragen wird zu Lasten der Partei und zu Lasten der Grundsätze, das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem. Ja? Und damit meine ich das Gefängnis. Und deswegen denke ich, dass es tatsächlich die Linke heilfroh sein kann, wenn sie dieses Jahr übersteht,
ohne in eine Regierung zu gehen, in der sie ihre Grundsätze brechen muss. Und ich denke, das ist auch, also auch im Hinblick auf die AfD wichtig. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir den Wahlkampf so führen, dass wir denen möglichst wenig Stimmen überlassen. Ja? Das heißt, auch als Protestpartei, nicht als Regierungspartei im Wartestand wahrzunehmen, sondern an Inhalten die Fragen klären, die sozialen Fragen aufgreifen, aber auch den Rassismus dagegen gehen. Aber wir müssen sie nicht nur deswegen verhindern, weil es wahlarithmetisch wichtig ist, sondern weil sie nicht in den nächsten Bundestag kommen dürfen. Und das Abgeordnetenhaus ist ein Sprung dafür. Vielen Dank ans Podium, vielen Dank an euch. Als Brandenburger kann ich euch nur viel Elan, viel Mut und viel Klugheit für den Wahlkampf wünschen. Kommt gut nach Hause.